Okay. Einen wunderschönen guten Abend hier da draußen. Oh, man hört mich, man hört dich, hoffe ich. Ja, hallo. Ja, sehr gut. Hallo, Sintoras. Sintoras ist schon da. Hallihallo, schön, dass du da bist. Ich höre auch dich wieder über dein Headset irgendwie, komischerweise. Take a sip of your wonderful, fantastic, fabulous, jetzt geht's wieder. Drink. Ja, ich war gerade sehr nah am Mikrofon dran. Pardon. Choicy okay. Ist auch da und Incendium möchte gleich, dass ich was vom leckeren Trunk zu mir nehme. Prost. Hallo. Ach, hast du deine Dingens wieder angestellt? Ja. Boah, das hört sich ja lecker an. Was hast du da? Heute gibt es hier Sauerkraut an Möhre zusammen mit Ingwer. Hey! Ja, Ingwer-Shot quasi. Hey! Ingwer-Shot, ja, ein sehr gesunder. Ah, Helden am Sonntag. Hallo zusammen. Oh, hast du ein neues Mikro? Ja, ein neues Mikrofon. Wow, klingt tapfer, das zu trinken. Ist es, glaube ich. Ist es. Helden am Sonntag, aber heute mit der fantastischen Marion, aber leider ohne den Ben. Der kann heute leider nicht. Aber wir wuppen das dann heute trotzdem mal so ein bisschen. Mhm. So, Marion. Ja. So. Dann geh mal voran. Oh, du hast die Milady. Ja, die letzte Mal auch schon. Wie geht's euch? Also Sintoras von dir weiß ich es ja schon. Sieht sehr fesch aus. Das sieht geil aus. Ja, der Dungeon ist optisch wirklich sehr, sehr toll gestaltet. Sehr gut gestaltet. Also die sind hier schon anders als im Hauptspiel. Und das ist ein großer Pluspunkt vom DLC. Kann also ich definitiv schon sagen. Auf jeden Fall halt auch sehr vertikal aus. Ja, vertikal. Du kommst überall hin. Ob du zurückkommst, ist eine andere Sache. Ja, Sintoras, ich habe mir ein neues Mikrofon gegönnt. Einfach auch, weil ich die Schnauze voll hatte, mit dem Headset-Mikro zu arbeiten. Huh? War das der Schattentyp? Ja. Okay. Ja, und jetzt Unterhaltung. Unterhaltung. Gönn dir, Sintoras. Schön, dass du da bist. Wir hoffen, wir können dich gut ablenken. Und Choicy, Sauerkrautsaft, dachte ich noch so, okay, das könnte gehen. Beim Ingwer war ich raus. Ach, Quatsch. Ist doch sehr, sehr schmackhaft. Oh. Ingwer zu Sushi, kein Ding. Ingwer als Tee, auch kein Thema. Aber das... Ja, Ingwer ist immer so eine Sache, ne? Es gibt, wie gesagt, ja auch jetzt mittlerweile so Ingwer-Shots im Supermarkt. Ich weiß, so mit Maracuja oder Mango oder sowas zusammen, ne? Ja, manchmal aber auch mit Gemüse. Ja. So toll, wie du die hast. Ey! Warum gehst... Marion, du bist zu schwer! Deine Rüstung ist zu schwer! Warum fallen wir beide runter? Du hast dich damit hingestellt. Sollte, dann bin ich eingeschlafen, war eine harte Nacht. Alles klar, Sintoras, gönn dir so, wie du kannst und willst... Entschuldigung, hören Sie auf damit. Gönnen Sie sich das so, wie Sie es brauchen. Uff. Hier lang oder hier lang. Ich geh erstmal da in den Weg rein. Es gibt einiges zu entdecken und du gehst voran. Ich hab mir jetzt gesagt, wenn du Tipps willst, sagst du Bescheid. Natürlich gibt er mir noch einen mit, war klar. Ja, oder du gibst einen kurzen Hinweis, wenn ich irgendwas Wichtiges übersehen habe oder so. Ja, ich weiß auch nicht alles, deswegen, aber so, wenn wir gleich wieder in der Open World sind, dann gebe ich dir noch einen Hinweis, auf jeden Fall. Mhm. Gott, hier sind Bomben. Die kugeln jetzt erstmal hier runter. Und jetzt so unten so, skadusch. Und dann kommt der Ballrock aus der Tiefe. Und ich denke mir so, Moment, ich muss mich konzentrieren an dieser Stelle. Okay, interessanter Hinweis. Nee, weil ich habe in den Chat geguckt. Ne? Ich habe ja hier noch den Chat immer mit dabei. Ich denke mir so, was waren wir glücklich über einen Löffel Sanostol und heute so Ingwer-Shots. Sanostol. Gut, kenne ich glaube ich gar nicht. Ich habe selber Sanostol nie zu mir nehmen müssen. Ich glaube, da bin ich auch froh drum.
Lebertran oder sowas? Ich weiß es nicht. Ist das sowas wie Lebertran gewesen? Lebertran, ey, Alter, das ist aber auch. Hatte uns meine Oma laut meiner Mutter früher ganz gerne gegeben. Und das fand meine Mutter gar nicht so geil, dass sie immer gegeben hat. Nee, ja. Sanostol war geil, schreibt Choicy. Ist es bei euch auch so warm? Auf jeden Fall. Ja. War süßes Zeug, okay. Zum Glück haben wir es in der Wohnung einigermaßen kühl, weil wir heute Morgen so schlau waren und die Fenster aufgemacht haben. Und danach die Fenster abgedunkelt haben. Ah, okay, ich verstehe. Meine Performance ist wieder etwas stockend. Entschuldigt das bitte. Dementsprechend ist es bei uns in der Wohnung 10 Grad kühler als heute. Ja, okay. Ja, ist ultra warm. Okay, Lily. Lily wants to see the world burning. Skull, my friend. Oh, oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie das schmeckt, wenn das warm ist. Warmer Inge. Warme Inge. Musste in die Mikrowelle stellen. Guck mal nach da unten, siehst du das? Warte mal. Hier, wenn du dich hier hinstellst. Jetzt gleich schubsen, ne? Nee, keine Sorge. Burning? No, I wanted to descend into madness and chaos. Ja. Jetzt kommt der Patches. Nein. Ach, hier ist dann dieser Dung-Eater, oder? Nee, da unten ist was ganz Großes. Siehst du das? Unter den ich vergesse immer, was Stalagniten und so sind. Titen sind die, die runterhängen. Titen sind die, die runterhängen. Ja, wie Titten halt. Ja. Marion, das ist ein jugendfreier Stream hier. Sie spricht das aus, was ich gedacht habe. Ja, dankeschön. Das merke ich mir über diesen Weg. So kann ich das als Mann sehr gut merken. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Hier unten, unter uns ist einer, ne? Ist das, meinst du den? Ja, nee, da ganz hinten, unter den Stalaktiten. Want to see it drive in pain before I light the fuse. Ja, sind Töpfe. Lily. Genau, ein ganz großer ist da. Bei dem war ich in meinem Walkthrough übrigens auch noch gar nicht. Mhm. Boah, warum habe ich denn so eine hakelige Performance heute? Also. Was geschieht denn hier? Klopapier. Klopapier. Hakelig. Hakle feucht. Ach so, sie schauen sich da den Menschen, den Geist an. Er hat mich gesagt. Oh, der hat mich entdeckt. Moment, den muss ich einmal weghauen. Pandin. Ja, Sitoras. Pandinatoria. Mario ist da hinten, gut. Dead or alive, you are coming with me. Kann hier runterhüpfen? Oh nein. Man kann. Man kann. Ist aber bestimmt kein Muss, ne? Wahrscheinlich kommt man da nachher eh hin, oder? Ich sag nichts. Das ist dein Walk. Ich gehe erstmal hier lang. Starte gleich vielleicht das Spiel nochmal neu. Oh, was ist das denn? Tschüss. Nee, nicht tschüss. Ich denke mal, okay, ich dachte, es wäre ein NPC. Nix NPC. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein. Sag's nicht. Sag es besser nicht. Warte mal, ich gehe einmal kurz aus deiner Welt raus. Ich nenne ihn mal Hämorrhoidenfreund oder so. Hämorrhoidenfreund. Hallo, mein lieber Hämorrhoidenfreund. Lily, how are you? Tired as always? So, jetzt bin ich raus. Boah, ist heute aber auch wieder eine Performance hier, ne? Ich bin mal so frei, ich starte mal das Spiel neu. Also, ich habe 60 FPS bei mir. Soll ja. Also, dann hüpfe ich jetzt erstmal noch nicht runter und warte auf dich. Das wäre sehr nett, ja. Tired, ding, 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 as always.
Marion macht das gut. Ich habe eben schon wieder gelacht. Sehr gut, Sintora, sehr gut. So muss das sein. Das ist gut, wenn wir dich ablenken können. Wenn jetzt noch der Ben mit seinen schlechten Wortwitzen dabei wäre. Jetzt müssen wir jetzt umso schlechter mit den Wortwitzen sein. Ja, wir gucken mal. Das lässt sich hoffentlich einrichten. Aua! Aua! Ich muss wieder singen! Warum immer bei dem Boss kämpfen? Weil das motiviert. So. Aber wir haben doch auch keinen Bosskampf. Es sei denn, man oh, das ist schon insgesamt das, etwas besser, glaube ich. Fällt das Gespringe als Bosskampf dazu? Vielleicht. Ja, vielleicht. Nein, ich muss nicht singen. Keine Sorge. War noch nicht dabei. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sonntag. I hope you all got a wonderful Sunday. So, jetzt sollte es besser sein. Hoffe ich. Gehen Sie voran. Okay, fertig. Ja. Also in diesem Dungeon hatte man sich gedacht, nee, warum immer Fahrstühle? Nimm Töpfe. Ja. Kann das auch okay. Alles nicht mehr. Ich auch nicht. Oh nein, da ist auch noch ein Gegner. Ach nee, Gott sei Dank. Wie? Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Das erinnert mich gerade ein bisschen an diesen, wo man zum Wahnsinn-Ding. Nur nicht ganz so schlimm. Es ist etwas besser. Ja, wahnsinnig ist das hier alles. Oh, Moment, ich wollte noch gucken, was Scheißi. Da ist jemand gestorben. War heute mal mutig und mit Rock spazieren. Normal trage ich lieber Hosen. Insofern, ja, es ist warm und ich wünsche mir ein Gewitter. Morgen soll es hier Gewitter geben, Scheißi. Ach nein. Oh mein Gott, da wäre ich fast abgetitscht. Ich setze mich mal nicht an die Gnade. Nee, das wäre für dich, glaube ich, doof. Brauchst du auch nicht, weil... Da ist eine. Nein, aber du bist ja resettet worden, quasi. Gewitter! Und das war nass! Nass, oh. nass. Hallo, liebe Töpfe. So. Und? Wie gut, dass ich sehen kann, wie du dich anstellst. Es ist hakelt wieder. Egal, dann hakelt's heute. Dann liegt das irgendwie an der Mod. Bei hakle feucht, sage ich nur. Hakle feucht. So. Ich finde, den Boss anspringen würde zählen. Vor dem Boss wegspringen jedoch nur im Kampf. Alles andere ist für mich kein Sprung im Zuge eines Bosskampfes. Ich verstehe. Kann man sich auf diese Regelung einigen, um da Klarheit reinzubringen? Ich bin noch nicht sicher, Tracy. Muss ich mir überlegen? Das müssten wir mal schauen. Also muss ich drüber nachdenken. Wenn das, ich meine, das... Dieses töpfisch gesprungen, das für mich ist schon bossfightmäßig. Aber du kämpfst da gerade gegen irgendwas Großes. Na, gegen einen größeren Topf. So ein Alexander-Verschnitt. Gewitter, bei uns ist schon am Donnern. Ja, so richtig mit Geblitz, Dings und Krach. Ja, hätte ich grad gern. Hat schon geregnet. Oh, ein Candium neidisch. Bei uns soll das erst morgen Abend oder morgen Nacht so sein. Das heißt, morgen ganzen Arbeitstag, 12 Stunden unterwegs in der Hitze. Ich pack mir schon mal 2 Ersatz-T-Shirts in den Rucksack. Na, ich auch so. 20 Grad wären toll. Ja. Pondy. Oh, Lily. Lily, no. Skull. Geschafft. Grauselig. Ja, ihr kennt die auf jeden Fall. Man kann ja über alles reden. Ich wollte die Regelung möglichst einfach halten. Wäre ich auch dafür, dann hätte ich wieder Grund für eine Hose. Dass du schon aufgeräumt hast. Und da ist schon wieder ein Hämorrhoidenfreund. Ja, dann kümmere dich doch mal. Um den armen Kollegen. Du triggerst einfach beide. Sehr gut. Ja, the lecker Schmecker Potion. Ey, schubst mich nicht. Jetzt reicht's. Hör auf damit! Ich schmalt den Boden, dem Burschen zu poten. Du schwebst wieder durch die Gegend. Bonk. The Big Bonk.
der sollte vielleicht Leinsamen zu sich führen. Maybe, maybe. Oh, heute ist aber... Okay, bei uns gibt's offenbar auch erst morgen Gewitter. Bis dahin Wetterwarnungen wegen Hitze. Das wird gut morgen. Uff, ja. Marion, wo bist du? Bei dem blutgetränkten Wattebäuschen. Was für ein blutgetränktes Wattebäuschen? Achso, du bist schon durch die Tür gegangen. Ja. Ich habe hier gerade noch geguckt, ob hier noch irgendwelche geheimen Geheimnisse sind. Ja, diese Rüstung, die wir tragen, ist halt ein bisschen blöd, weil wir irgendwie voll getarnt sind hier. Ton in Ton, ich merke das schon. Oh, das reimt sich. Aus welcher Richtung kommst du? Kannst das Gewitter ja mal zu Choicy und mir rüberschicken. Nordostschweiz. That's a nice hammer, but it has nothing on the manager. The Karen, you know. Oder ist da oben noch was? Weiß ich nicht, musst du gucken. Nee. Nope. Also ich würde, irgendwann mache ich dann sowieso noch mal mit Pandinatoria eine Runde und guck sowieso mal, was und ob wir was verpasst haben. Oh nein, da ist jetzt einer mit... The Manager, Larry Slayer of Karens. Yep. Bei mir soll es erst am Mittwoch losgehen. Oh nein. Na guck mal, Marion, das ging doch richtig gut. Ja, ich habe aber auch ein bisschen Mana verbraucht. Oh nein, das sind jetzt zwei von den Viechern. Marion ist levitating. Ich gehe mal pusten, vielleicht hilft's. Viel Erfolg. Was denn? Was ist das eigentlich für so ein roter Schimmer um mich herum? Du hast irgendein Item, was deinen Angriff erhöht, wenn du eine Angriffsfolge hast. Dann erhöht das deine Angriffskraft. Ja. Mhm. Verrottete geflügelte Schwert. Insignie. Insignie, ganz genau. Insignie. The Manager. Ey, wie fies ist das denn? Man denkt so, ach guck mal, ich komme ja jetzt rüber. Wie komme ich jetzt zu dem Topf da hinten hin? Das würde ich gerne noch wissen. Ja. So nicht. Ich weiß. Aber deswegen habe ich dich auch vorgehen lassen, um das nochmal zu checken. Und das ist so mega lieb von dir, aber achte bitte auf dich. Ich sehe den Typen hier nur lang rennen, ey. Hi! Junger Freund, was ist denn jetzt los? Greif den an und merkt nichts hier rüber. Hä? Ja, aber nicht zu mir gezielt, sondern er ist an mir vorbeigeschuftert. Vielleicht muss man, hast du nochmal geguckt wegen dem Dingens da? Bing! Dingens? Wegen dem Topf? Man da hinkommt? Nee. Das ist wahrscheinlich irgendein geheimer Geheimgang hier. Was machen Sie da? Müssen Sie kacken? Ich überlege gerade, ob man da hinspringen kann. Aber sieht nicht so aus. Nee. Ich glaube nicht. Nicht mehr als zwei Puster, bitte. Wirbelsturm wäre im Zweifel ein bisschen viel des Guten. Gerion? Ja? Mein Charakter muss kacken, wenn es hakelig wird. Da brauchen wir hakelfeucht, ich verstehe. Sehr gut, haben wir auch schon dieses Niveau. Ich habe ja vorhin bei Sanya geguckt im Stream. Die haben auch Elden Ring gespielt. Und Sanya hatte heute auch ein Niveau drauf teilweise. Ist ja Wahnsinn gewesen, aber bei uns geht's ja auch los. Sehr gut, so muss das. So muss das. Oh mein Gott. Ja, Moment, wo bist du denn jetzt? Hier, da. Hier, danke. Schreibe. Wo bist du gerade? Hier. Ah. Hier. Ich irre hier wie so ein Orientierungsloser durch die Gegend. Ich glaube, ich bin falsch. Wirbelsturm kann ich auch nicht gebrauchen. Nee. Ich glaube, den kann keiner von uns gebrauchen. Jetzt bin ich im Kreis gelatscht und habe wieder. Ich habe Verstecken gespielt. Ich hasse dich dafür. Ich habe eine Idee. Man konnte hier irgendwo hoch auf diese Töpfe und dann musste man sich da irgendwo drüber. Guck mal, wie cool ist das sein? Guck, versuch mich mal zu finden. Hast du jetzt deine dämliche Mimic Veil aufgesetzt? Weiß ich nicht. Ja, hast du. Okay, danke. Aber ich sehe deinen Namen, weil wir Verbündete sind. Deswegen, wenn ich dich sehe... Oh, hier ist ein Gang. Okay. Ich bin hier, Folge der Stimme, Pandi. Ich bin hier, Folge der Stimme, genau. Die gar nicht in-game da ist.
Du hast doch da oben so ein Kreuz. Da siehst du doch, in welche Richtung ich bin. Ja, trotzdem. Jetzt ist erstmal hier so ein Kollege da. Kommen Sie. Du wagst es, du kleiner Hosenscheißer. Cool ist, ich kann dich ja auf den Linie verfolgen. Wie denn? Das ist voll gemein. Sie kann mich beobachten, ich sie aber nicht. Gebrauchen kann die keiner, tauchen aber trotzdem immer wieder auf. Zum Thema Witze, weil es gerade passt. Was sagt der Wirbelsturm, wenn er auf eine Kokospalme trifft? Ich habe keine Ahnung. So. Hast du mich jetzt mittlerweile... Nein, hast du noch nicht. Nee, ich sehe hier aber Gegner, deswegen... Dann geh doch erstmal zu mir. Erstmal muss ich die Gegner, die potenziell böse sein könnten für mich, liquidieren. Gönne mir das doch. Warte mal, an der Stelle würde ich mal eben den reinschnattern. So, ja, jetzt kommt die Jeopardy-Melodie. Halt deine Nüsse fest, ich piep dir ein. Oh mein Gott. Choicey! Du schöner Topf, du. Ja, blöd nur, dein Name steht oben drüber. Du weißt gar nicht, was du meinst. Nein, 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 gar nicht. Du hast gar keine Ahnung. Und wo ist denn der Prüdel jetzt? Wo ist das Ding? Ich will auch. Halt, stoppen. Deswegen habe ich den bei mir unten in der Schnellleiste gerüstet. Wie gesagt, ich möchte in jeder Gegend mal testen. Was bin ich denn hier? Hey, du bist kein Topf. Ich bin eine Folterbank. Ja. Sehr schön. Ich hab's. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie diese Kletterwände in der Schule früher. Ich hab's immer gewusst. Die stammen von Folterbänken ab. Ich hab es gewusst. Immer. Ja, hier ist eine. Der war schon nicht schlecht. Ich finde den witzig und ich habe das Verb schon ausgepiept. Ich weiß aber genau, wir wissen alle, welches Verb da stand. Ich wusste es. Diese Kletterwände im Sportunterricht früher, die waren immer Folter. So. Jetzt aber. Müssen wir irgendwie gucken, wie wir auf diese Töpfe kommen. Ja, da war ich gerade schon drauf. Da war ich gerade schon drauf. Da sind irgendwo so niedrige Töpfe. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo es ist. Time to train my climbing. Exactly, Lily. Exactly because of that. Und hier geht's runter. Und hier geht's auch runter. Das will ich aber noch nicht. Ich will erstmal. Ach, hier. Ja, ich glaube, das ging aber da weiter. Ich glaube, dann. Genau. Hier ging das rüber und irgendwo konnte man auch hoch. Ja, aber das wissen wir nur deshalb. Nee, hier war es nicht. Hier. Ich hab's. Danke, hier ist immer sehr gut. Das ist so präzise. Ja, du musst bei mir. Du weißt ja, wo ich. Ja, ich höre dich. Aber hier geht's nicht hoch. Das ist so. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Hier ist noch so ein oller Gegner. Weil wir schon alle hier lange alt genug sind. Außerdem ging's ja ums. Was hast du? Ach ja, deine Milady. Die geht hier. Oh, hi, junger Mann. Jau, jau. Hä? Was hat Pandinatoria denn da gerade gemacht? Aufschnitt. Westfälisches Fragewort mit 3 bis 16 Buchstaben. Oh, da ist noch Loot. Außerdem ging es ja ums Wetter und nicht um, naja, die Nüsse. Du hast die Nüsse reingebracht in das Thema hier, also ich bin da ganz absolut unschuldig. Ja, ich habe nicht gesagt, halt die Nüsse fest. Halt die, nein. Ich kann das alles hier nicht mehr. Ohne Witz. Was vermutlich auch besser ist, die meisten enden entweder als Creme, Öl oder Cocktail. Ja, ja, ja. Cocktail. Oder in meinem Joghurt.
Kann ich doch nichts dafür, dass Kokospalmennüsse wachsen. Naja. Meinst Cocktail? Es gibt ja auch noch andere wunderbare... Es gibt auch noch so andere Begriffe für so bestimmte Tätigkeiten. So mit wedelnden Palmen und so weiter. Also lassen wir das Thema vielleicht ein bisschen sein. So. Marion, du schwebst schon wieder durch die Gegend. Ich habe die nicht erfunden. Ich ziehe mich raus aus der Erfindung der Kokospalme. Waren das jetzt schon alle Items, die man oben drauf einsammeln konnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber davon abgesehen, ging es, glaube ich, obenrum irgendwo weiter oder ging es hier weiter? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin ehrlich etwas irritiert. Irritated. Oh, irritated. Erfunden hat es der Herr im Himmel. Aber was der sich dabei gedacht hat, weiß man auch nicht. Warum haben die Gegner bei mir alle so weniger Leben? Bei mir auch. Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Das ist irgendwas, was wir ausgerüstet haben? Nee. Das kann nicht sein. Oh, da. Nee, sie nicht, bitte. Sie. So. Die haben alle weniger Leben. Warum? War das bei dir auch so bei deinem Burg? Nee. Nee. Ja, mir soll's recht sein, aber... Ich hätte eine Idee, aber die ist nicht jugendfrei. Aha, ich hab's geahnt. Oh, da kommt er mit seinem Schlong Shalom. Marion, du hast... eine komplette Partygesellschaft gerade getriggert. Ich sag's halt nur. Nein, falsches Item. Nein, 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 nein. Hören Sie auf, mich in den Ab hier an die Wand drängen zu wollen. Ich bin tot. Ich kann das alles nicht mehr. Marion, erst alle 5000 Gegner triggern und dann sich verabschieden hier. Hören Sie auf, mit dem Schlong Shalom nach mir zu greifen. Ich weiß nicht. Egal, euch. So, jetzt Kumpel. Komm ran. Oh nein, den ganzen Scheiß, den Malat. Du musst den kommen. Du musst auch die Töpfe wieder runter, ne? Ja, ich weiß. Ist das nicht schön? Yo! Yo! Oh, das war dieser Dungeon. Oh, ich weiß. Oh, ja, 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 ich weiß. Sonst Whisper eben. Whisper, Whisper. Gibt's nicht eine Abkürzung? Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Boah, ey, heute hakelt es wirklich. Hakele feucht, ey. Du musst aber hakeln. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch an der Internetverbindung. Wer weiß, egal. Wir machen hier jetzt trotzdem Spaß. Ha. Hier ist... Aber hier kann man... Ah, nee, das ist der reguläre Weg hier. Also, oh. Ja, okay, das passiert bisweilen mal. Das ist, das liegt an der Mod. Also gerade hatte ich wirklich so einen Hardcore-Lag. Die ersten drei, vier Töpfe sind ja noch in Ordnung, ne? Aber dann die letzten zwei sind einfach kacke. Ja, die verlangen einem halt schon einiges ab, ne? Jetzt wird's schön. Was? Jetzt wird's gleich richtig schön. Weil ich abstürze, oder? Nein, nein. Du hast schon so ein schäbiges Lachen. Es ist auch nix. Gar nix. Gar nix. Also echt. Mir wird vorgeworfen, dass Kokospalmennüsse haben. Und da kommen sie mit Feuchttüchern. Ja, die Hakle-Feuchttücher sind doch schon lange hier Gesprächsthema bei Marion und mir. Weil es bei Gerion immer so hakelt. Weil es immer so hakle-feucht. Oh, ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Während Marion gerade kommt, würde ich mal eben kurz was gucken. Erscheint. Ich erscheine. Du erscheinst, pardon. Ach nee, das kann ich jetzt gar nicht gucken. Dann mache ich das nach dem Stream. Ja, sehr gut. Einmal bitte den goldenen Heilschlag in den Boden. Ich bin übrigens beim großen Topf, ne? Also, ich hab's geschafft. Ach so, bist du da doch rübergesprungen? Nee. Hä? Wie denn?
Nein, habe ich nicht geschafft, das war ein Scherz. Oh, verarsch mich doch nicht so. Ich hatte schon gedacht, da wäre die große Freude jetzt da. Dieses neckische Lachen, ey. Dafür weiß ich jetzt, ja, was gleich passiert. Ich bin da echt gespannt. Oh Gott, ey. Zur Strafe muss ich schon wieder zippen, ey. Danke, Incendium. Oh, nein. Scheiße, ich hab vergessen, den Panda-Hut zu deaktivieren bei dem Wetter. Prost, oh Gott. Da weiß ich jetzt, was ich machen kann, Gerion. Habe ich so viele Punkte? Oh, scheiße, Moment. Ja. Oh, ich hab sogar 2000. So. Super, danke, Incendium, danke. Mittlerweile schon 3000 für den ollen für den Hut. Ja. Aber du hast ja gar nicht eine Cappy. Wo ist denn der? Das ist der Sommerhut. Der reicht. Nee. Das dicke Ding kann ich nicht überziehen, du. Dann gehe ich auch hier ein, ey. Dann kippe ich hier vom Stuhl. Hm, wollen wir den mit den Feuchttüchern die. Nein, lassen wir das. Was gegen Kälte schützt, schützt auch gegen Wärme, sagt mein Mann immer. Ja, deswegen ja die Cappy. So, Marion, dann mal rüber. Frisch voran. Hallo? Da gibt's noch bestimmt einen Trick, dass das Ding runter fährt. Nee. Ist doch bestimmt ein Fahrstuhl. Nee. Du musst da auf den Stein. Da vorne. Geil. Ich lasse hier den Fortschritt. Nee, das ist dein Walkthrough. Gehen Sie jetzt hier durch. Netter Topf. Sieht hübsch aus. Meine Güte, ey. Oh, ich hasse das. Außerdem ist das... Ich weiß jetzt gar nicht, was du hast. Gucken Sie sich das an. Oh, ich dachte, da wäre die Kante schon gewesen. So, sehen Sie das. Nein, aus. Wir müssen noch erst eine Stunde warten, dann kann es losgehen. Zumindest ist das immer sein Grund, selbst mit 36 Grad in Wolldecke am PC zu hängen. Was? Bei 36 Grad mit Wolldecke am PC? Das toppst du auch mit Kappe nicht. Ne, das toppe ich in der Tat nicht. Hier sehen wir, wie zwei Exemplare der Folterbancus Maximus sich paaren, ein Männchen und ein Weibchen in freier Wildbahn in ihrem Höhlenareal, wie sie sich wunderbar zusammenrotten, um gemeinsam den Nachwuchs zu sichern. Der Nachwuchs, hier kommt ein anderes Weibchen, um das Männchen abspenstig zu machen. Oh Gott, lassen wir das mal. Ja, Scholzi, das ist ja schlimm. Das ist ja krass. So jetzt in den Bossraum rein. Und Marion, wenn ich dir jetzt sage, mit diesem Gegenstand kannst du den Oberendboss des DLCs verarschen. Glaubst du mir das? Nein. Es ist aber so. Ernsthaft? Es ist ernsthaft so. Also wir können da gerne mal experimentieren, wenn du möchtest, wenn wir soweit sind. Ja, dann, ich guck dann, mir das mal an und dann machen wir da ein paar Experimente mit. Also ich würde ihn nicht so besiegen wollen, aber so experimentieren damit wäre schon ganz witzig, mal um das auszuprobieren. Japp, despawned einfach. Ganz genau. Wenn du das richtig anstellst, latscht der Endboss einfach aus der Arena raus und stirbt. Hast du es jetzt aufgebufft? Ach so, buffen, ja, da war ja was. Waren sie? So. Nee, nehmen wir mal den. Hallo! Ich komm hier. Ich komme in die Arena und werde einfach sofort gegriffen, Mann! Marion hat Laune, du. Oh. Da rein. Sieht gleich eine Decke. Bitte? Das sieht so geistermäßig aus. Nee, das nicht ganz. Ah, sehr. Au, Junge. Oh nein, jetzt. Oh, du bist tot. Der hat Frost gemacht. Ja. Ist das.
Soll ich mich sterben lassen? Magst. Ja, aber da müssen wir beide in den Töpfen runter, ne? Nee, nee, nee. Da ist ein Steak of Marika direkt vor der Tür. Okay. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Da ist ein Steak of Marika vor der Tür. Ein Steak of Marika. Naja. Nachdem der Stammbaum der Turnhallengeräte erfolgreich geklärt wurde, kann man ja mal gucken, wie die Vorfahren so gelebt haben. Genau, Joyce, so sieht das aus. Ich habe das letzte Mal bei Insta gesehen mit dem Endboss. Ja, das ist schon echt geil. Oh, Leute, ich kann das alles nicht mehr. Was die Vorfahren ist? Haben nur aus einem Brett bestanden. Das müsste sich erstmal entwickeln. So. Ah, ich hätte noch. Ich sollte den auswählen. Ich schätze, der weicht aus. Nö, das interessiert den gar nicht. Sehr gut. Warum trifft er mich nicht, wenn ich einen Konter machen will? Freund! Dieser kleine Gollum-Yoda-Verschnitt. Einmal auf deine Omme hier, mein Freund. Ja, und du hast Blutung. Sehr gut. Der ist sehr hartnäckig. Der kann sehr, sehr hartnäckig sein. Ja, aber auch. Ja gut, wir kloppen den halt völlig in den Boden, ne? Ja. Geil, ich hab noch geheilt damit. Sehr gut. Stell ich mir gut vor. Ich bin Turnhallengerät Lattenzaun der 26. Benannt nach einem meiner Urahnen. Er starb einen leidvollen Verbrennungstod. Lattenzaun. Ich habe fast eine ganze Pizza geschafft. Noch ein Stück. Sintoras, gönn dir eine Pizza. Ist doch super. So. Ich will noch wissen, wie man zu dem Topf kommt. Du willst noch wissen, wie man zu dem Topf kommt. Dann beamen wir uns doch einfach wieder zu der Gnade zurück. Und dann gucken wir noch einmal rein. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich mit den Töpfen unten zu tun hat. Dass man da irgendwie hochspringen kann. Bist du in diesen Strudel gegangen? Ja. Ja, weil ich mich jetzt doppelt porte. Ich habe mich direkt hier zu der Gnade zurückgeportet. Deswegen war ich etwas irritiert. Okay. Nun gut. Was für eine Pizza ist es denn, Sintoras? Und sehr schön, Choice. Ja, genau. Jormann fängt sich unweigerlich an, so die Frage zu stellen, was einem ein Turnhallengerät so erzählen würde, wenn man es einfach mal fragt. Aber du musst dran denken, damals waren das Foltergeräte. Also heute auch noch, aber andere Folter, ne? Ja. Aber die Lehrer freuen sich da, die Kinder dran zu lassen wegen Foltergeräten. Ah, zusammen. Sie sind auch weit entfernt verwandt mit dem Reck. Boah, das Reck habe ich ja gehasst, ne? Mhm. Zu dem Topf. Wir können einmal da hingehen und gucken einmal, ob wir irgendwo finden, ob es da einen Weg hier runter gibt. Ich höre einfach die Leute alle sterben. Gab eine Special-TK-Pizza. Hab um 17:30 angefangen zu essen. Oh, da haben sie aber wirklich lange gemümmelt. Aber was lange währt, wird schließlich gut. Warte mal, was ich mal eben kurz mache. Wenn ich nicht wieder zu blind wäre. Hauptsache es schmeckt, das ist das Allerwichtigste. Ich bin blind. Oder haben wir die doch, müssen wir doch eingesammelt haben. Was? Margits Kette? Oder Moogs Kette? Ja. Haben wir, wieso? Eine Moogs Kette haben wir, Margit nicht. Aber ist egal, geht mit beiden. Ja, Turnhallengerät weiter. Sein Sohn Lattenzaun der Zweite war richtig übel, hat Menschen festgehalten. Ich bin aber nicht nach ihm gekommen, zum Glück.
Bei mir hängen sie nur rum und verdrehen sich irre komisch. Das ist lustig. Leichter Sadismus-Modus bei Joycey, ich merke das schon. Nee, da geht's auch nicht weiter. Oh, die leiden alle. Willst du hier oben gucken, ob da ein Weg dahin ist? Ja, warte kurz. Ich habe noch mal einen Knecht gebonkt. Du kannst auch immer mal gucken, ob oben bei den Töpfen irgendwo noch ein Durchgang oder Loch ist. Ich hab überlegt, aber der wird ja wahrscheinlich schon weg sein, ne? Da, wo man runtergefallen ist, vielleicht hilft es ja, wenn man quasi nichts anhat. Vielleicht fällt das dann nicht runter. Hm, könntest du probieren. Aber wahrscheinlich ist das jetzt schon eh abgebröckelt, wenn man einmal lang gegangen ist. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, wenn das da noch ist. Oh, da wollte ich nicht hin, aber ist egal. Nur minimal. Na dann, Joycey, na dann. Das wäre mal eine Idee. Hier links geht's noch lang. Waren wir da schon? Nee, da waren wir. Da geht's ja weiter. Pardon. Jetzt war ich gedanklich woanders. Macht nix. Dass ich auch schwarzen Humor kann, traut mir allgemein eher selten mal jemand zu. Aber ja, kann ich auch. Habe ich bisher kaum gemerkt. So, da unten ist der Topf. Zu dem Topf... Nee, das ist die Brücke, genau, wo wir nachher rauskommen. Ich finde, das hat was von Moria. Finde ich gut. Schwarzen Humor finde ich super. Definitiv. Da bin ich auch ein großer Freund von. Siehst du, die sind doch gar nicht schlimm, die Gesellen. Alleine, ja. Bin mal eben Nase eincremen. Machen Sie das. Viel Erfolg und Spaß. Wenn Nasecreme eincremen auch hat. Naja, sagen wir mal so, ich muss das ja, ich muss mich täglich eincremen, weil ich schon seit Kindheit eine extrem trockene Haut habe. Nase? Und allgemein. Überall. Hören Sie auf mich. Nicht gleichzeitig auf die Töpfe springen. Ich warte, bis du einen weiter unten bist. Das war alles so geplant. Ach so. Na dann. Ja, klar. Oh, Incendium! Alarm! Alarm! Ne, anderer. Chat-Alarm! Oder zum Töpfchen unten. Ja. Danke! Oh Gott, der Große! Weggeballert. Bonk. Willst du auch nicht? Weil dann macht der Friedhof Party. Der Friedhof macht bei mir häufiger Party, du. Ich bin Gothic-DJ, also insofern. Da links geht's irgendwie auf den Top. Oh. Hier wird nicht mit Zunge. Nicht mit Zunge beim ersten Bait. Danke, Incendium. Nee. Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Na gut. Also nicht gut, gut. Nur gut. Miau. Cool, dann hau mal raus. Dann hätte ich Chancen, meine Eltern mal wieder zu sehen. Die waren bei jeder guten Party immer dabei. Let's fetz. Ich wollte demnächst mal wieder so eine Synthwave-Stream machen. Ich muss nur mal gucken, da muss ich den lieben Niggles fragen, damit ich keine Konkurrenzveranstaltung mache. Wann die nächste größere Veranstaltung von ihm ist, damit ich es nicht parallel mache.
Aber hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Junger Freund, Sie sind motiviert. Alter Falter. Du zersäbelst sie aber mit dem Katana schon sehr gut. Ja, aber immer, bleibt immer noch ein letztes Mühe übrig, ne? Ja, das ist ja immer so, aber trotzdem. Freunde. Man hört nur Bäum, Bäum. Na komm. Wir machen ein Schlagzeug mit denen. Bäum, Bäum. Warte mal, bevor du da jetzt rüber gehst, können wir erst noch mal gucken, ist hier an der Brücke irgendwas? Okay, da unten sind die Töpfe, wo wir alle überall hinfallen. So, genau, und da links wollen wir zu dem Topf. Oder ist der nur Deko? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der nur Deko ist. Welcher Topf da links? Der ganz große. Da ist ja, die beten ja alle so einen großen Topf da an. Und im Main Game gibt es da auch so einen großen Topf. Ja, nee, da kommt man eh nicht lang, weil der schon abgebröckelt ist. Aber ich habe überlegt, ob man vielleicht von da unten hier hochkommen kann, aber das sieht auch nicht danach aus. Hm. Hm. Aber von da unten hoch kommst du auch nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Marion, ich weiß es nicht. Das hätte ja klappen können, aber nee. Ich warte gerade irgendwie darauf, dass einem von euch die Augen verbunden werden, einen Kochlöffel in die Hand gedrückt bekommt und dann damit den Boden nach einem Topf absucht. Hier wird kein Topfschlagen gespielt. Das ist kein Kindergeburtstag. Tschüssi! Ja, ich gehe die Leiter hier hoch, alles klar. Da ist eine Leiter? Nein! So eine kleine Deko-Leiter war das, aber die bin ich hochgelatscht, anstatt dass sie kaputt geht. Nicht Schacht. Ich spiele das, glaube ich, mal. Wir können auch Incendium fragen. Willkommen zurück, Sintoras! Incendium, weißt du das? Kann man zu dem großen Topf hinkommen oder ist der nur Deko? Um einen zu baiten. Hm. Warte, das können wir mal eben antackern. Zack. Bitteschön. Ah, okay. Incendium schreibt, ist, soweit ich weiß, nur Bait. Also da kannst du nicht hoch. Okay. Aber ich habe doch noch hier ein Item gesehen. Oh, oh, okay, warte. Wenn man reinkommt, dann muss man nur gucken, wie man reinkommt. Sintoras möchte auch die Welt brennen sehen. Alles klar. Prost! Ungestraft draufhauen. Dachte, wäre dasselbe. Nicht ganz. Geh weg. Nicht du. Das Vieh. Diese kleinen Fliegen, ne? Ich sehe ihn nur voll motiviert. Plopp. Hab ich immer noch, wie man da hinkommt. Wohin? Zu dem Item, was ich vorhin gesehen habe. Ja, du hast noch ein Item gesehen. Hier, warte. Ich glaube, das war hier. Da, hier um die Ecke. Ja. Scheiße. Nee, das geht alles nicht. Nee, ja. Nee. Und da liegen wir dran. Hier vielleicht? Nee. Ich würde die Frage so gerne anders stellen.
Reichen Augenbinde und Kochlöffel, den besagten Topf zu finden? Ich weiß es nicht. Ach komm, ey. Meinen dann lang? Ich gehe gerade die Top-Reihe entlang. Welches Item hattest du denn da? Wenn man hier diese, hier, ach, guck. Kommen wir mit her? Mhm. Da, wenn du dazwischen guckst. Ja. Oh, hier liegt auch noch was. Das habe ich noch nicht eingesammelt. Oh, sehr schön. Nicht was? Ja. Aber da kommt man nicht hoch. Ich warte mal. Ich hätte so gelacht, wäre die Antwort ein Ja gewesen. Hat doch... Okay, hab doch ein Secret, das ich verpasst habe. Oh, okay. Incandium hat ein Secret verpasst. Oh, oh. Ja, wie gesagt, wenn ich mit Selina durch bin, gucke ich mal, was ich alles verpasst habe. Die Jars, die in der Schlucht hängen. Okay. Doch, einer davon ist ein Lift, schreibt Incandium. Du meinst da, wo man sich runterdroppt, wo wir vorhin waren? Ach krass, guck mal an. Ich wusste doch, dass es ein Fahrstuhl ist. Es sah so verdächtig aus. Oder welche Schlucht? Ach so, nicht da, sondern da, wo es zum Boss runtergeht, oder wo? Aber es ist ja kein Lift, da muss man sich auf die Steine springen. Hm. Ach Mann, wie kommt man an diesem Item jetzt dran? Ja, das gilt es herauszufinden. Ich glaube, ich habe auch stundenlang gesucht. Das ist ja schon wieder ein paar Wochen her, dass ich da mit Selina war. Wie war denn das? Gucken wir mal. Nee, das schaffe ich natürlich nicht. Nee, da kann ich... Das geht kaputt. Okay. Nee. So funktioniert das auch nicht. Ja, im Zweifel möchte man ja jedes Loot haben, ne? Denn Loot tut gut. Ja, definitiv. Denn Loot tut gut. Hallo, junger Mann. Was wollen Sie denn? Kommen Sie? Jawohl. Eins. Zwei. Der legt sich hin. Wie war das? Ich werde wieder gucken, wo das war. Den Item aus dem Dings verloren. Ich glaube, ich hab's. Echt? Ich glaube, die Schlucht, wo zwei oder drei nur hängen. Okay. Erion? Ja, warte, ich such dich. Ich muss gucken, dass ich dich finde. Ich glaube, ich weiß nur nicht, ob das das Item ist. Jetzt bin ich hier falsch. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Es bleibt alles so, wie es ist. Halt, ja, nee, stopp! Ich komm her. Da bin ich, ja. The Hammer of Justice. That is me. Dann war das, glaube ich, hier lang, genau. Ja. Aber war das das Item? Ich glaube. Ja, sehr gut, aber das ist gut, weil das... Ja, das war das Item, ja. Das ist so ein großer Topf und der ist gut zu gebrauchen. Und dann gibt's jetzt noch einen Fahrstuhl. Aha. Die Schlucht, wo nur zwei oder nur drei hängen. Ja, das ist doch da, wo wir dann runtergelatscht sind zum Boss, glaube ich. Wie kann man den Fahrstuhl dann aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal. Wir haben Zeit hier noch. Vielleicht führt der Fahrstuhl ja zu dem großen. Ja, wer weiß. Ja, woran hat's hier liegen? Ja, woran hat's denn hier liegen? Das ist die große Frage. Ja, woran hat's hier liegen? Moment, jetzt bin ich hier wieder völlig falsch, glaube ich. Mann, Marion, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Viele Folterbänke?
Folterbänke, ja. 1 bis 30 Folterbänke. Welche? Folterbänke. Ja, nee, da komme ich nicht rüber, ich muss außen rum. Achso. Doch, du kommst auch hier hochgesprungen. Ja, ich bin jetzt den anderen Weg gegangen. Führt, ja, ich bin hier. Führt auch ans Ziel. Ich bin hier auch gerade hochgesprungen. Das ist schön, finde ich. Ja, musst du halt zwischen den Töpfen springen. Ich muss zwischen den Töpfen lesen. Springen. Nicht lesen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin völlig lost. Da, wo man richtig ist. Danke, ja, danke für diese präzise Angabe. Was würde ich ohne dich tun? Das weiß ich nicht. Das sieht irgendwie süß aus, ne? Mit den Töpfen, die da so... Du bist gemein. Ich hab noch gerade gespielt. Es hat sich ausgespielt! Oh, Papa Topf hat's bemerkt. Ne, hat er doch nicht. Wir haben die volle Leben. Ja. Ja, sehr gut. Ja, noch besser. Oh Mann, oh Mann. Hammer. Jetzt triggern nicht wieder alle auf einmal, bitte. Du weißt, wo das hingeführt hat letzte Mal. In den Abgrund. Ist er gesprungen? Guten Flug. Hier glaubt Incendium. Alles klar. Wir checken das. Digga, ein und dann können wir. Können wir den wieder in den Abgrund. Naja, gut, so ja, wirklich hatte. Viel. Es funktioniert. Ja, hätte besser sein können. Ist egal. Man probiert ja mal aus. Geryon, komm her. Dann ja, hier ich hier habe hier wen. Ja, wir können dann hier den Abgrund springen. Das ist schön. Das ist dann knapp. Wo bleibt denn dann der Spaß? Das ist doch voll der Cheese. Das ist schlau. Das ist smart, in der Tat. Nee, 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 hier gibt's keinen Kill-Stil. Madame? So. So ist. Oh, ich seh's. Hier, guck mal. Oh. Ja, dann mal los. Tatsache. Moin. Guten Tag. Hier ist es, Incendium. Oh Gott. Was? Ich kann das alles nicht mehr. Geh du vor. Ist dein Spiel. Aber gut zu wissen, dann muss ich mit Selina noch machen dann. Oh, ich krieg Höhenangst. Oh oh, ich ahne was. Warte, hier geht's doch links noch rein. Hier, genau, hier gibt es dann auch nochmal Töpfe. Hier rechts. Okay. Ja, ich muss auch nochmals durch. Den habe ich verpasst. Ist auf den Töpfen nix? Ich denke, oh oh. Oh ich denke, oh oh. Ich denke, oh oh. Ja. Incendium hat was verpasst. Guck mal. Da vorne ist. Ja, hier ist der Riesentopf. Geil. Ist doch nicht nur Beat. Oder Bait. Nicht nur Bait. Großes Gefäß. Ist, was ist das? Ein Helm? Oder was? Oh, Tatsache. Da ist jemand, der uns begrüßen möchte. Hey, gehört auch der zu euch. Geil. Ist das, hat der, kann der irgendwas Besonderes? A great jar which fits comfortably over the head when upturned. Attire of the shamans who perform their worship at jails. Increases the power of thrown pots of all sizes. Zusammen mit dem Talisman
kannst du mit Töpfen dann richtig fett Schaden ballern. Wow. Oh, geil, ich habe eine Idee, was ich dann mal ausprobiere. Weißt du, was man mit den Töpfen machen kann? Headbangen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Vor allem, Mario, und wenn man dann zusätzlich dazu... Uno Momento, wo sind sie? Ah, in den Moshpit geht, nein. Marion. Ja on fire, ja on fire, burning with desire. Sehr gut. Ja, nur, dass wir es einmal wissen. Ja, gut. Ich nehme mal wieder die Kapuze, weil so habe ich eine Heavy Load und habe eine Fat Roll. Das muss ja nicht sein. Ich nicht. Guck mal. Krass. Ja, du hast auch eine leichtere Waffe. Du hast leichtere Waffen als ich. Ein bisschen. Ja, haben wir das auch. Sehr schön. Warte, ich habe aber noch was gesehen. Oh, wie geil. Kühle Luft kommt gerade in die Bude. Oh, da freue ich mich nachher auch drauf, wenn ich mal durchlüfte. Guck mal, wo man jetzt noch hier hinspringen muss. Hey, du kommst da unten wahrscheinlich zum Boss, oder? Also, genau, man kommt entweder da, kann entweder da lang oder halt den Weg, wo wir auch runtergesprungen sind. Hier rechts. Kannst du dich fallen lassen. Mhm. Aber wir sind ja schon durch, also können wir raus. Ja, theoretisch schon. So. Dann überlege ich gerade. Den Drachen haben wir ja letztes Mal gemacht, ne? Gönn dir frische Luft, Sintoras. Definitiv, das muss sein. Dann wieder zur Drei-Wege-Kreuzung. Wir könnten einmal zurück zur Drei-Wege-Kreuzung. Oder, ja, ist okay. Geht auch von da. Wir haben da in der Nähe, haben wir nämlich noch was übersehen. Und das wäre mein Tipp allgemein. Schau dich auf der Karte richtig gut um, weil im Grunde kannst du überall hin. Also ich habe auch nicht alles gefunden. In meinem letzten Stream haben auch Incendium und Callcipher mir ein paar nette Tipps gegeben, wie ich also noch einen Weg finde, wo ich sonst super viel verpasst hätte. Ich glaube, wir waren hier noch nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Was heißt hier? Wenn du die Karte aufmachst, da weiter an den Zipfel mit dem weiter südlich. Ja, Süden. Und dann links, da wo die Markierung ist. Ja. Waren wir da schon? Nein. Eben genau da, da gibt's einen schönen Weg. Da könnte man doch am besten hier Grabfeldebene, oder? Nee, da geht's leider nirgendwo hoch. Dann Kreuz Haupttor, guck mal da lang? Nee, ne? Wohin? Vom Kreuz Haupttor? Nee, ne? Was ist das? Doch, genau. Von da kommen wir da sehr gut hin. Ja, ich hoffe, irgendwann ist der Hochsommer auch mal vorbei. Ich freue mich auf den Herbst. Und ich habe so viele Überstunden alleine schon vor meinem Urlaub noch eingesammelt, dass ich an Halloween freinehmen kann. Das habe ich schon mit einer Kollegin besprochen. Und dann nehme ich mir Überstunden frei an Halloween. Wir fahren übernächste Woche nach Dänemark. Da ist halt auch ein paar Grad kühler. Oh, Dänemark ist natürlich auch geil. Und dann halt auch zur Spitze irgendwie Elbeck. Elbeck. Das ist ganz so ziemlich, also fast nördlicher geht's kaum noch. Da ist noch eine Art noch darüber, aber ansonsten. Ja. Ja, geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Ach, da bist du. Ich rede gerade ein bisschen mit ach, wie hieß er noch? Ansbach. Ansbach, nicht Asbach. Außerdem habe ich diesen Wortwitz auch schon gebracht. Ansbach. Ansbach uralt. Nicht Insbach. Much obliged. Haben wir dieser Truller da eigentlich in der Stadt, haben wir der schon den Kopf gezeigt? Oh. Nope. Nicht? Okay. Das kann ich dir erklären. Aber dann lass uns erst einmal eben nach Süden reiten.
So. Ja, Leon, was denn? Kannst du mir das verzeihen, ja? Was? Verzeihen? Ja, ich hab schon gedacht, du würdest sagen, haben wir nicht gemacht. Oh, ich kann dir das verzeihen. Mal zeigen, Mann! So. Nuschel ich so? Ich hab erst gedacht, du wolltest verzeihen sagen. Oh nein, mach mal. Ah, nee, da oben ist eine Gnade, dann können wir da einen Tag machen. Tag. Tag. Warte, ich muss gucken. Oh Gott, ich sehe nichts hier. Ja, hier geht's lang, das kann ich dir. Bevor wir uns da jetzt dumm und dusselig suchen, verrate ich dir das. Hä, müssen wir jetzt mal wieder hier. Und da. Auf Wiedersehen. Da. Oh. Man hängt mal wieder in irgendeinem. Ich hab Freunde mitgebracht. Ja, ich merke das schon. Danke dir sehr. Danke dir sehr. Ich kann das alles so nicht mehr. Es ist alles so schlimm. Der hat nichts bemerkt. Aber schon kühle Luft sind, Thoras. Wie hast du das gemacht? Ohne Gewitter? Ohne Gewitter? Sie hat einen Ventilator angemacht. Ah, Sintoras hat einen Ventilator angemacht. Okay. Sei still. Wollten wir nicht eigentlich Tag machen? Ja, oben ist eine Gnade gleich. Jetzt kommt doch ein Zutat. Mann! Ich würde sagen, dann. So. So, einmal runterholen, bitte. Für Fortgeschrittene. Okay. Das Ding ist gefährlich nah am Abgrund. Aber es hat Flügel. Was soll schon passieren? Ja. Weiß ich nicht. Hab eben die Tür aufgemacht und es kam eine kühle Brise. Krass. Mario hat mal wieder alle getriggert. Sehr gut. Er ist immer super. Oh, hören Sie auf damit. Ich dachte mir, dass ich mich darüber freue. Immer. Party-People sind immer... Oh, sie freut sich auch. Deswegen knuddelt sie dich auch schon. Aber vielleicht bin ich auch heiß. Oh, vielleicht. Besonders heute, weil es über 30 Grad warm ist. Ja, draußen ist es heiß. Da wird man selber auch sehr heiß. Hm. Mach du mal Tag. Und ich mach mal ein Level up. Ein Level up. Aber vielleicht bin ich auch nur heiß. Power-Attacken eigentlich jetzt gelb. Die was? Angriffskraft. Warum ist sie jetzt alle gelb? Ach so, das ist deswegen gelb, weil du hier im Shadow Realm ja diese Skadoosh-Tree oder ja. Skadoo-Baum-Fragmente reingeknattert hast. Weil die nochmal zusätzlich deine Angriffskraft und Verteidigungswerte erhöhen. Yay. Yay. So sieht das aus. Nee, wir machen. Ach nee, hier wollte ich das anders machen. Hier wollte ich Arcan noch etwas hochladen. Wem wollten wir den Kopf zeigen? Das machen wir. Können wir gleich machen, wenn wir hier oben fertig sind. Dann gehen wir nochmal nach Bellorad zurück. Oh, hier kommen nette Gesellen. Ein Eis. In etwa 2 Meilen hätte ich Lust auf ein Eis. Ein Ficky-Facky-Fruchteis. Was? Oh, Mario hat schon neue Freunde gemacht. Ich höre das. Da lassen sie das. Was für ein Eis gibt's denn? Sintoras, das hört sich sehr gut an. Der hier, der kotzt mich ja so an. Ja, der kotzt mich ja so an. Oh, schon weitere neue Freunde. Jau, gib ihm. Ich muss mich doch hier oben bringen. Da kommen dann bisweilen auch ein paar Gegner. Ein paar Gegner kommen da, ja, das kommt vor. Kommt vor. Kommt vor und kommt vor.
Oh, guck mal, da unten siehst du unseren Freund. Was? Ach Gott, hier. Der brennende Papierkorb. Ja. Wenn du möchtest, erkläre ich dir gerne, wie man den macht, ne? Weil es ja erzählt mit diesen komischen Items, die man gefunden hat. Diesen Masken oder so, ne? Ja, genau. Ach, hatte ich schon erzählt. Nee, aber auf jeden Fall, die sind an sich nicht so schwer. Ach, hier oben war ich ja schon mal in einem anderen Run. Gib nur ein Mars-Eis. Okay, Marion, komm mal zurück. Du hast was, wir haben was übersehen. Oh. Jetzt habe ich irgendwo was gehört. Boah, hätte ich Bock jetzt auf einen riesen Eisbecher wie die amerikanischen Größen. Ich habe mir die Tage, habe ich mir ein Ben & Jerry's Eis geholt. Da konnte ich nicht Nein sagen zu. Aber die sind ja etwas kleiner. Ja, aber trotzdem halt eben super lecker, ne? Ein Mars-Eis ist aber auch nicht zu verachten, würde ich sagen. Gönn dir auf jeden Fall. Da ist ja noch. Ja, witzige Tat in den Felsen hier. Oder? Hm? Der war so getarnt in den Felsen. Ja. Hast du die Milady eigentlich schon aufgestuft? Mit Schmiedesteinen und so? Ja, wirklich. Die ist Stufe 7. Okay, da kannst du durchaus ein paar mehr reinmachen, ne? Von da unten haben wir ja quasi. Genau, das ist das Anfangsgebiet. Da unten ist das Mausoleum, wo wir diese Rüstung hier haben. Und das meinte ich halt damit, dass es sehr vertikal aufgebaut ist. Also du musst dann immer nach Wegen gucken und wie gesagt, ich habe auch nicht alles selber gefunden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich auch jetzt noch nicht alles gefunden hatte, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Aber ich habe einiges gefunden und das ist dann für den ersten Run auch in Ordnung. Ja, 59 ist jetzt nicht die Riesenmenge. Entschuldigung. Jetzt noch mal ein bisschen hier am Rand lang gehen, bevor ich da in dieses. Ach, hier ist noch so ein Viech. Da sind bestimmt noch mehr. Weil mir aufgefallen ist, dass dein Schaden. Er ist schon tot, aber ich kritte ihn trotzdem noch. Kein Problem, sehr gerne. Wie viele Runen hast du denn gerade? 267.000. Dann könntest du doch ein paar gerne mal investieren in Schmiedescheine, weil dann kannst du die Waffe so richtig krass hochbauen. Powern, nicht bauern. Können sie hochbauen. Man kriegt ja auch ziemlich viele Schmiedesteine, ne? Ja, genau. Zum einen das auch natürlich. Man kann sich die auch kaufen. Auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung. Meine Güte. Herr Natorius ist heute müde. Muss Natorius nachher. Herr Natorius nachher Schlafi machen. Ich hasse Hunde so sehr, ne? Und das ist ein großer. Ein Knecht. Kleiner Keck. Hosenmatz! Das ist immer noch der Dings-Counter, okay? Ja, der Dings-Counter ist noch da. Oh, ein Skadoosh-Tree-Fragment. Sehr gut. Wo warst du? Das lag hier rum. Wo denn? Hier. Oh, jetzt habe ich wieder ein paar Lags, aber egal, das macht nichts. Sag mal, wo hier ist. Ja, hier, wo ich gerade war. Ach, da. Nee, das ist Rotfleischpilz. Ja, irgendwo hier lag das gerade. Für Misch. Misch. Wir sind gar nicht chaotisch. Sondern? Warten Sie mal kurz. Sondern? Wohlgesittet und wohlüberlegt. Immer. So, ich schenke mir mal was zu trinken nach. Vergesst nicht zu trinken. Immer schön hydrieren. Das ist ja schön, dass du dir was schenkst. Ja, einschenken.
Was schenkst du dir denn ein? Ich bin mein eigener Mundschenk. Heute habe ich Gönnung. Heute habe ich mir Schweppes Wild Berries. Schön künstlich, aber geil. Ah, ich habe immer noch nicht das Kadusch gefunden. Ich habe ja nur angelogen, die lag. Nein, ich habe gerade ein Skadusch-Tree-Fragment eingesammelt. Ja, ich. Hast du's, sonst hast du es vielleicht selber schon eingesammelt, ohne dass du es mitgekriegt hättest. Wer weiß. Ja, dein Schwert, das Schwert ist eher eine Dex-Waffe, die du da hast. Xeno, ein kurzes Hallöchen zusammen. Hallo, du alleine. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Was meinst du mit Dex? Dexterity, Geschicklichkeit. Vom Skalieren her, von der Skalierung ist das so eine Sache. Weil ich, hast du oben auf dem Friedhof geguckt mit dem Fragment? Ja, aber ich hab nicht geguckt. Weil da kann ich dir sonst leider nicht bei helfen, weil ich sehe ja nur das, was bei mir angezeigt wird in meiner Welt. Also auf meiner Seite, sag ich mal. Dankeschön, mir geht's gut, ganz gut. Hast du das bei dem Typi hier eingesammelt? Nee, bei dem nicht. Das war eine Geisterlilie oder sowas. Das war irgendwo hier, flog da drum. Nagel mich jetzt nicht 100 Pro drauf fest, aber irgendwo hier in diesem Rondell. Mir geht's gut, Xeno, ich kann nicht klagen. Ist nur warm und so, aber seitdem ich neues Mikrofon habe, kann ich den Ventilator auch mal anders ausrichten und alles ist gut. Und wir machen Chaos hier, wie immer. Nix, die wird nicht weggeflogen. Sonst hast du es vielleicht einfach schon eingesammelt, ohne dass du es mitgekriegt hättest. Kann man ja an der Gnade sehen. Genau. So. Du bist wieder bei mir am Schweben. Ich nehme mal an, du sitzt auf dem Pferd, was ich nicht sehe. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich wieder durch die Gegend fliege, definitiv. Okay, bin ich nicht alleine mit der Hitze. Ich glaube, wir fast alle hier im Chat heute, wenn Choicy noch da ist. In Kendium hat schon Gewitter da, in der Schweiz. Da muss ich noch drauf warten, bis morgen Abend oder morgen Nacht. Aber ja, so ist das. Prospect Town. Nein, du bist definitiv nicht allein. Oh, sie sind aber motiviert, ey. Ich? Ich bin nicht da. Bin nur ein Gerücht. Dahin geschmolzen. Du bist ja wohl da. Du schreibst doch, Joycey. Ich sehe dich doch. Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Voll enttäuscht. Sanguin am Arillis ist hier. Amaryllis am Arsch. Amaryllis am Arsch. Du fängst schon an zu meckern wie Sanja, ey. Das ist unglaublich. Böse Alte, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, na, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Hier geht's hoch. Wo? Hier. Hier. Ja, dann siehst du mal, wie das ist, Marion, ne? Jetzt siehst du, wie es ist. Das ist nur mein physischer Körper, der sich von meinem Geist beherrschen lässt. Kann nichts für, dass der auf mich hört. Und Sanja ist schon schlimm. Jetzt geht das mit Marion hier auch los. Ich fasse es nicht. Oh, der da vorne hat Bock. Ich bin sehr gereizt heute. Oh nein. Also das komplette Gegenteil von reizend. Warum? Warum? Wegen Wetter. Oder warum? Neon Pink Bösal. Ah ja, da war ja was. Ich glaube, wir müssen Marion gleich mal mehr Schaden für ihre Waffe reinknattern. Das ist ja auf Stufe 7. Da sind wir ja... Da kommen wir ja hier nicht so weit mit. Wobei, dein Blutungsschaden macht das wieder wett. Mhm.
Bambule und Randale. Bambule? Bambule. Was ist denn Bambule? Das ist dasselbe Wort für Randale aus in Masematte. Echt? Was man ja hier in Münster so spricht. Ja, ja. Wenn du. Wenn du eine richtige Oberkaline sein willst, dann bist du mit einem Bambulenfürsten zusammen. Ach so. Huhu, Royal Purple Choicy. Bambulenfürsten. Oha, was los? Ja, zu warm. Viel zu warm. Siehst du, Xeno, du bist nicht alleine. Hier ist, glaube ich, keiner allein, mit wenn er es zu heiß findet. Außer die Säule hier gibt es ja auch nichts mehr, ne? Doch. Hier gibt es noch einiges. Ich meine auf dieser Ebene. Ach so. Nein, auf der Ebene glaube ich nicht. Ui, da bin ich jetzt aber froh. Sehr gut. Wir haben, glaube ich... Außer die Säule, die nach oben führt. Ja, ich wollte schon gerade sagen, außer diesem Weg, der hier nach oben geht... Hier muss keiner mit der Hitze alleine sein. Oh, eine Marion springt im Weg herum. Da war irgendwie... War ich irgendwie festgehakt. Gehakt. Ich wollte schon sagen, brauchen wir wieder Haklefeucht? Festgehaklefeucht. Das klingt komisch. Das klingt nicht so. Oh, Alter. Pandinatore, er sieht aber auch aus wie. Wie der übelste Black Metal-Fucker, ey. Ja, mit dem ganzen. Alter, das. Warte mal, guck mal im Stream. Ja, hab ich gesehen. Alter, was ist denn hier los? Die sieht aus wie Shagrat von Dimmu Borgir, ey. Unfassbar. Sieht so ein bisschen aus, als wäre sie im Moshpit geraten. Ja, ganz dezent. So, warte mal. Ich versuche die mal zu baiten. Sintoras! Ach, Kacke. Da sind ein paar Gegner. Ja, deswegen, warte kurz. Danke, Sintoras, für das Sub. Stufe 1 Sub. Auf Stufe 1 im 7. Monat. So. Vielen lieben Dank für den Support. Und Liebe geht auch raus an dich. So, werde wieder zu Sanja schauen. Vielleicht komme ich später noch einmal. Alles klar, ja. Viel Spaß und halt die Ohren steif und richte liebe Grüße aus. Oh, die kommen alle drei. Marion, rüste dich! Die haben alle drei Bock. Nächstes! Ich brauch dich hier an vorderster Front. Noch 2 Monate, dann gibt's ein Baby. Oh, das war ein. Oh, das war ein Grab. Im 7. Monat, genau. Stimmt. Alter Falter. Vorsicht! Aus. Ich sag noch. Ja, ja, ich wollte den. Ich hab's nämlich noch gesehen. Halt leider direkt im Ausweichen. Ah, die sind. Warum halte ich den Schild zweihändig? Bam! Dann gibt's ein Baby. Auf jeden Fall, Sintoras. Auf jeden Fall. Da sind noch ein paar. Ich weiß. Die werden wahrscheinlich auch alle angeschuftert kommen. Warte. Zwei. Nee, jetzt auch der dritte. Mann, warum trifft mich die Attacke denn nicht? Das ist voll gemein, wenn ich einen Konter machen will. Ach komm, ich rollte doch jüngst. Warum markiert er den falschen? Nee. Alter, ja, danke, glitch mich zurück in die Hitbox. Oh nein. Nein, 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 nein.
Runter da. Einer von denen droppt auch eine Waffe. Ich glaube, dass der Typ, der da hinten... Nee, das ist der nicht. Glaube ich. Oder die liegt da. Das kann auch sein. Hör auf, den Minimog zu machen. So, einer von denen hat so eine Riesenkeule gedroppt. Ich hab die schon, weil ich bei einem anderen mal mit kooperiert hatte damals. Ja, ich hab auch armes Holz. Ja, ganz genau. Das Ding könnte ich auch mal ausprobieren. Sieht aber aus wie so ein Ast? Steak oder so. Geil. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Was haben Sie denn vor? Ich habe geguckt, ob ich da noch irgendwas sehe, was vielleicht versteckt ist oder so. Aber okay. Aber hier ist was. Holen Sie sich das lecker Loot. Moink. Joink. Erhöht die Arkanenergie. Okay. Toll. Hm. Das war's. Ja. Die Kamera, ey. Hier kann man noch oben drauf. Oh, hier kann man noch rein. Ah, hier kann man auch lang, okay. Das ist hier nicht. Okay. Bitte? Ich dachte, sonst ist hier nichts, kann ich mir nicht vorstellen. Tja, das war's aber. Es ist halt aufgeteilt in ein bisschen Loot und dann geht's weiter. Aber da ist ja noch mehr versteckt, sozusagen. Wir könnten jetzt zurück... Hier kommen wir aber. Bitte? Von da kommen wir. Hier, warte mal, ich sehe noch was. Nicht so voreilig. Die Treppe hier runter. Hast du noch was? Oh! Tatsache. Güldmiedestein 4 aber nur. Naja, jetzt sind wir gerade mal hier. Gut. So, was sagst du? Dann können wir uns mal zu der Gnade nördlich wieder zurückbegeben. Übergeben. Wir übergeben uns zur Gnade. Ach, Kinder, ist das gemütlich. So, und jetzt können wir hier noch nach Süden. Also an den Ruinen vorbei. Ach, da. Wollen wir erst vielleicht einmal kurz in die Tafelrunde, dass du dein Schwert aufwertest? Damit der Gerion seine Ruhe findet, können wir das gerne tun. Ja, ich sehe halt, wie wenig Schaden du machst. Das ist schon... Gut. Das triggert meinen inneren Monk an der Stelle halt. Monk, Monk, Monk. Oder möchtest du dir selber eine Challenge auferlegen? Alles, ja, das ist mein Ziel. Ich verstehe. Oh, falscher Weg. Kannst ja auch gucken, ob du noch Schmiedesteine brauchst oder wie viele. Erstmal gucke ich. Ich glaube, ich habe noch einige. Was kann man denn jetzt hier alle kaufen? Ah. Waffelverstärkung. Lord's Divine Fortification. Das wäre... Ach, habe ich schon gekauft, ja. Auch Miedestein 3. Einige. Oh, wir haben scheinbar in deiner Welt noch nicht alle Schmiedesteinperlen. Oh, da müssten wir welche noch holen, ne? Ja, warte. Ich gehe in meine Welt mal eben. Da habe ich alle. Schmiedestein 3 brauche ich. Dann sagst du mir gerne mal an...
Du kannst ja einmal zu den Zwillingen da gehen und gucken, wovon du nicht 12 hast. Ach nee, geht ja nicht. Du kannst in deinem Inventar gucken. So rum wird ein Schuh draus. Oh, ich habe noch einige Klangperlen an. Ach so, hast du die gar nicht abgegeben oder was? Nope, nicht alle. Das ergibt natürlich total Sinn. Dann komme ich natürlich erst einmal kurz zurück. So. Huch. Mein Gott, tauche ich direkt nah hinter dir auf. Und, hast du jetzt alle Schmiedesteine? Ich habe erstmal die ich geholt, die ich für die nächste Stufe brauche. Weil ich nicht weiß, wie viel ich jetzt insgesamt für die nächste Stufe brauche. Ja. Das ist ein komischer Satz gewesen, aber... Aber hast du alle Schmiedesteinperlen abgegeben? Alle Perlen abgegeben, pardon. Alle Klangperlen habe ich abgegeben. Schmiedesteinperlen, ey. Hä? Schmiedestein 3. Wieso? Ich hab schon gerade welche gekauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, sind alle. Von den Schwatten auch. Falsche Schmiedestein geholt. Ich glaube, ich habe die dunkle Schmiedestein aus Versehen geholt. Das ist schlecht. Und von denen hast du auch alle zur Verfügung. Ich wollte schon sagen, wir haben das doch zusammen gemacht und wir haben doch fast jeden Furz- und Feuerstein gemacht. Doof ist, dass wenn man Dinge verkaufen will, dass nicht die Sachen, die man in der Kiste hat, mit auftauchen. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch. In dem Inventarsystem sind so einige Dinge recht unpraktisch, muss ich gestehen. Ja, ich habe auch versehen dunkle Schmiedestein geholt. Egal. Ja. Wenn dir Geld fehlt, sagst du Bescheid, dann kaufe ich noch welche. Das geht. Ich habe noch ein paar. Also eine richtige. Wir haben doch hier auch so richtige Black Metal Waffen, oder? Komm, warte mal. Eine Nagelkeule gab's doch auch mal. Der Speer. Jetzt brauche ich Schmiedestein 4. Aber die habe ich noch. Habe ich die Großsterne nicht irgendwo? Das wäre doch so eine richtig schöne Black Metal Waffe. Hast du dich irgendwo dran gesetzt? Ach so, Entschuldigung. Ich vergesse das immer. Ja, ich habe mich an die Gnade gesetzt. Ist der Schmied verschwunden? Ja, jetzt konnte ich nicht weiter einkaufen. Ach so, das tut mir leid. Dann komm noch mal zurück und setz dich selber noch mal an die Gnade. Entschuldigung. Ich kann gerade auch nicht mehr mit dem reden. Nee, dann komm mal zurück an die Gnade und setz dich noch mal hin. Pardon, da hatte ich nicht dran gedacht. Ja. Wenigstens warst du nicht in der Umarmung gefangen. Oh Gott, wenn ich daran noch denke, ey. Ja, ich mach nichts am besten. Sonst... breche ich das Spiel wieder. Nochmal, Waffen verstärken. So. Kannst halt das Ding jetzt theoretisch auf plus 24 hochballern, ne? Brauche ich Schmiedestein 8? Genau. Du brauchst insgesamt, um 3 Stufen zu schmieden, 12 Stück. Von jedem. Von jeder Stufe. Ja, den habe ich schon fett hochgeballert. Das ist gut. Stimmt, die Sensen habe ich auch noch. Ach, ich habe so viele geile Waffen hier. Das ist schon lecker Schmecker. Zu viele Waffen für zu wenig Zeit. Na, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Hämmerchen. Das ist schon ganz gut. So, und für alle, die jetzt nachträglich reingeschaltet haben, wir wollen dafür sorgen, dass Marion noch genug Angriffspower jetzt kriegt mit der Milady.
Ja, ihm geht's nicht so gut. Dem armen Rogier. So, den uralten Schmiedestein möchte ich aber. Ich habe allerdings 11. Ja, kannst du trotzdem aufbewahren erstmal. Das ist nicht so wichtig. Die würde ich nur für die Waffen ausgeben, die du wirklich bewusst mal ausprobieren möchtest. Das habe ich auch so gemacht. Gut. Dann können wir jetzt wieder... ne, Moment. So, Grabfeldebene, oder? Nee, wir waren ja da oben schon. Cliff Road Terminus. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, muss ich gestehen. Ich habe es bisher auf Deutsch noch nicht gespielt. Ach ja. So. Wenigstens ist das jetzt. Also, ich will es nicht zu laut schreien, aber ich sag's trotzdem. Erstmal ohne Probleme heute, ne? Ja. Ja, bis auf die etwas komische Performance heute bei mir mal wieder. Aber hey, das ist spielbar, also insofern, ich ärgere mich jetzt nicht. Kann halt auch sein, dass die Mod Probleme hat, wenn mehr als zwei Leute zusammen spielen. Louis, kann sein, dass die Mod allgemein Performance-Probleme noch zusätzlich zu dem DLC bekommt. So, er legt sich hin. Da hinten noch hin? Ja. Das lächelt nicht so an. Hier lächelt einiges. Das ist FromSoft. Hier ist nichts mehr. Den haben wir. Sehr gut. Pandinatoria. Alter, der Hund rastet völlig aus. Und bam. Genau, man kann hier noch durch das Wäldchen durch. Dann gibt es da noch ein bisschen was zu entdecken. Zwei. Ja, guck mal, das sieht doch schon ganz anders aus. Ja. Hund. Ja. So, mein Freund, kommen Sie. Der mit seiner Pommesgabel, ey. Ja, ich denke das auch immer. Moin Kendium, eine Frage habe ich. Ist das okay, wenn ich den Hut für heute doch wieder abnehme, weil ich kriege Kopfschmerzen heute davon, muss ich gestehen. Also ich denke, dass es am Hut liegt. Ist das okay, wenn ich ihn für heute doch ablege? Ich gehe jetzt duschen und nehme euch mit. Ich möchte kein bisschen von dem Stream verpassen. Sehr gut, Sintora, sehr schön. Ja, die solltest du vielleicht... Ignorieren? Ja. Sind die eher gut gesonnen? Sagen wir mal so, wenn du die angreifst, sind sie uns erst recht nicht mehr gut gesonnen. Mhm. Da, oh. Junger Freund. Die machen Witze, glaube ich, ne? Die machen keine Witze, sondern Blitze. Ganz genau. Boah, was ist das denn? Für eine tanky Ratte, ey. Aber manche greifen auch Versicherung einfach an. Ja, das sind die männlichen. Ah, ich dachte, dann würde so ein riesen Blitzgewitter losbrechen. Na super, nun tauchen also unsere Buchstaben gleich mit in fremder Leute Badezimmer auf. Ja, nice. Oh ja. Leute, ich muss den Hut absetzen für heute. Es tut mir leid. Ein Blitzwitz. Badum Britzel. Fuxi. Einen wunderschönen guten Abend.
Und in Candium kannst du mich hören. Oh ja, das ist besser. Und Marion hat schon den kleinen Knecht hier entdeckt. Ja, nice. Sehr gut. Rasiert, ey. Fuxi, wie geht es dir? Schön, dass auch du reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sonntag. Erst donnert's, dann wird man gegrillt. Ist bei dir schon Gewitter? Gewitter? Oh nein, ist hier wieder so ein, wo man irgendwelche... Ich dachte, so ein Turm oder so. Nein, nein, das war nur eine Kirche. Oh, ein Tautal ist. Ja, das ist, den gab's im Main Game schon. So, ich habe kalt geduscht. Alle duschen hier so. Sintoras geht jetzt duschen. Böse Alte war duschen. Nee, soll erst ab morgen kommen. Aber ob's kommt, weiß man nicht. Ja, kenne ich sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob oben auf der Klippe noch was war. Da war irgendwo noch auf der anderen Seite, glaube ich, ein Weg. Hier ist noch Loot. Meine Haare fungieren derzeit als Cooler. Sehr gut. Oh! Oathseeker Knight Gauntlets. Eine Rüstung. Eine Ritterrüstung und eine Faustwaffe. Sehr gut. Ja, bei uns, Fuxi, soll es auch morgen Abend oder morgen Nacht gewittern. Mal gucken, ob dem so ist und ob dem so stattfindet. Guck mal gerade, wo war die denn jetzt? Ah, da unten sind wir gestartet. Wie fällt nochmal die höchste Rüstung? Bitte? Eidseuchen, Ritter, ne? Was ist das? Nee. Eid, ja, ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit Eid wahrscheinlich. Aber die schlechter, okay. Ja, die wird wahrscheinlich schlechter sein, aber auch leichter dann, ne? So. Ich guck noch einmal, lass uns nochmal zurückreiten. Dann gucken wir noch einmal, ob oben auf der Klippe noch was war. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, muss ich gestehen. Und leuchte Schädelchen. Nehmen wir mit. So, ich bin noch da. Das ist auch gut. Oder konnte man gar nicht hoch hier? Ich weiß es. Nicht mehr. Hm. Nein. Gehen Sie da hoch. Gehen Sie. Oh, ist das gemein. Ist das alles fies. Ich bin hier oben. Wie hast du das geschafft? Mit Springen. Also hier an dieser Stelle bin ich hochgesprungen. Ja, ich sehe hier gerade noch. Hier an dieser Stelle. Marion, wir sind heute der Inbegriff der Präzision, wenn es um Ortsbeschreibung geht. Ich auch. Genau, so. An dieser Stelle. Mhm. Ne. Ein paar Pilze gibt's hier. Gut. Pilze gibt's. Ach nee, hier so eine Hütte. Stimmt. Ich habe das Bild ja schon eingesammelt. Wie gesagt, ich war bei wem anders noch mit dabei. Beim Billy. Jetzt können wir uns zurückporten. Hä? Ach nee, das war nicht Battlerate. Jetzt habe ich mich schon vertan. Lass uns nochmal zurück. Kann man nicht hier rechts runter irgendwie? Dass man da auch weiter in den Süden kommt? Aber in den Süden müssen wir ja nicht mehr groß. Nein, achso, das ist ja dann nicht mehr Anfangsgebiet, ne? Nee, ganz genau. Da, wo der Marker ist, das ist ein ganz anderes Gebiet. Okay. Dann, wo waren wir denn sonst noch nicht? Ich wollte noch einmal hier nach Bellurat. Hier oben, da haben wir auch noch nicht. Ja, genau. Wir haben einiges noch nicht, aber lass uns einmal eben kurz hier nach Bellurat zum privaten Altar. Feanor, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Ist auch dir zu heiß? Wie sehr vielen
anderen Menschen hier heute. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sonntag. Ah, Bellurat ist ein toller Dungeon. Toller Legacy Dungeon. Ja, da. Man atmet heiße Luft. Ich hab's mir fast gedacht. So. Und sind Thoras. Jetzt nochmal. Setz dir mal diesen Löwenkopf auf, den wir von der Löwenbestie bekommen haben. Ach, den Kopf zeigen, meinst du? Ja, ganz genau. Den aufsetzen. War das schwarze Wolf? Nee. Was war das denn nochmal? Lass mich kurz gucken. Nämlich gerade da. Ich lief's. Ah. Göttlicher Bestienkopf. Ganz genau. Ah, ganz unten, ja. Und jetzt mit ihr sprechen. Ja, da ist sie. Jetzt müsste sie dich erkennen als göttliche Bestie quasi. Man atmet heiße Luft. Ist jetzt etwas schade, dass wir das nicht hören, aber hey, das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Ist bei dir den Gewitter angesagt, Feanor? Und was habt ihr Schönes gemacht heute? Fuxi, du auch. Habt ihr irgendwas Schönes, Besonderes gemacht heute? Während Marion das macht, würde ich mal eben kurz genau was anderes noch machen. Mach's da mal gleich, okay? Ja. Hab viel gechillt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Chillen ist immer eine sehr, sehr gute Sache. So, Entschuldigung, das beißt sich etwas mit der Musik, aber ich wollte eben was rauslöschen aus... Ich komme gerade vom Maxi nach Hause, bei dem wir uns mit Freunden getroffen haben. Sehr gut. Einmal zur Gnade zurück und nochmal hierhin, solange du alle Dialogoptionen ausgeschöpft hast. Also hat sie sich wiederholt? Ja. Moment, jetzt sind wir völlig verpeilt. Also muss ich dann wieder den Bestienkopf aufsetzen? Ja, dann musst du, glaube ich, nicht mehr, weil sie dich jetzt endgültig erkannt hat. Vorona, hast du heute Hitze? Ja, heute ist hier heiß. Ja, jetzt wiederholt sie sich immer sehr gut. Sehr gut. Wie hat's geschmeckt, Feanor? Ich hoffe, es war lecker und gut. Ja, hier ist heute heiß oder warm zumindest. Vorona. Setzt du dich am besten auch nochmal hin? Wie geht's dir? Bei dir nicht heiß? Es sind so viele Leute da, Pandinatoria, hey. Die Black Metal Bitch kann man Hallo sagen hier. Und Marion, die Meisterhafte auch. Hey. Da tönt aus diesem Eimerhelm auch so, hey, yay. Hallo. Ja. Hier wird nicht gezaubert. Ja, bei mir geht es heute mal etwas. Okay, sehr gut. Jetzt müsste sie dir gleich so eine Schale mit Skorpionseintopf geben. Mhm. Ja, perfekt, da ist er. Sehr schön, sehr schön. Und sonst, wie geht es dir sonst? Gut erholt weiterhin? Gibt dir jetzt nochmal was? Nee, ne? bis sie sich wieder erholt. Aber dann kannst du nämlich eine andere Quest weiterführen, die für uns recht interessant ist, weil daran hängt, glaube ich, so ein bisschen zumindest, eine Kriegsasche, die man sonst nicht bekommt. Ah. Also, ich glaube, das hängt nicht super duper zusammen, aber es ist eine nette Ergänzung. Jupp, Marion klingt, als steckten in der Rüstung zwei Kiddies.
Deswegen habe ich auch die andere Stimme genommen, muss ich gestehen. Mir geht es soweit ganz gut. Spiele gerade ein Spiel, was ich vor einigen Jahren zuletzt gespielt habe. Und ja, ich erhole mich gut. Welches Spiel hast du vor einigen Jahren zuletzt gespielt? Und gut erholen ist sehr gut. So, dann sind wir hier fertig. Gut. Ich überlege gerade. Ja, da wo du den anderen Marker gemacht hast, da kommen wir jetzt auch noch nicht hin. Mhm. Also da können wir jetzt hin. Ob wir da hin wollen, ist eine andere Frage. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und Wege, die verrate ich dir aber erstmal natürlich noch nicht. Aber da kann ich dir jetzt schon sagen, da kommen wir von hier direkt nicht hin. Ich guck mal eben, ob wir noch was... Waren wir hier schon? Also von den drei Wegekreuzen rechts und dann... Ob ich den anderen Marker gesetzt habe? Marker 2? Warte. Ah, da oben. Warte. Jetzt hatte ich ihn gerade, jetzt ist er wieder... Futsch. Weiter rechts? Ah, da. Ja, da können wir hin. Genau, sehr gut. Wir können, genau, wir könnten uns hier jetzt mal... Ja, perfekt. Wunderbar. Allerdings freue ich mich nicht auf morgen. Da bekomme ich eine Spritze durchs Trommelfell. Was? Oh mein Gott, Feanor, was hast du getan? Warum? Gutes Gelingen auf jeden Fall und gekreuzte Finger und so. Oh mein Gott. Das ist ja ein Albtraum. Nee, da waren wir schon. Spiel heißt Build a Lot. Gibt es eine ganze Reihe davon und das habe ich damals bei Big Fish und danach in der Vollversion gespielt. Jetzt hatte ich da gerade übelst Bock drauf und habe es mir deswegen bei Steam gekauft. Ja, solche Momente, die sind einfach unbezahlbar, wenn man sich so alte Games, die man früher gesuchtet hat, reinknattert, ne? Ja, armer Feanor, Dienstag und Mittwoch wieder. Oh Gott. Marion? Wo bist du? Ich bin schon hier lang gegangen, den Weg. Pondy. Okay. Take a sip of your wonderful, fantastic, fabulous, Kia. Tasty drink. Kia, danke schön. Prost. Ich danke dir so sehr. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Lange nichts gesehen. Oder gehört. Schön, dass du reinschaust. Ich hätte dich sonst gebeten, Marion, dass du vielleicht wieder hell machst, das Licht anmachst. Habe einen Hörsturz deswegen. Oh mein Gott. Gute Besserung. Gute Besserung, Feanor. Das ist ja unangenehm, echt. Was gibt es zu trinken heute? Sauerkraut zusammen mit Mohrrübe und Ingwer. Das müsste ich unter Vollnarkose machen, glaube ich. Ich könnte das auch nicht so. Komme gerade aus dem Krankenhaus und liege nun und schwitze. Wie alle fast. Wie fast alle. Oh, danke, Marion. Super lieb. Perfekt. Oh, ich musste mal eben was gucken. Genau. Es gab hier auch noch... Warte, das findet man nicht. Da kommst du nicht hoch mit dem Pferd. Nee, mit dem Pferd nicht. Das stimmt. Ah, da wieso, unten war warte das. Warte mal, wieso ist eigentlich tagsüber die Sonne fort, aber nachts nicht? Die was? Also nachts ist es hier, irgendwie ist hier so ein Schimmer, tagsüber nicht. Nee, der ist nicht nachts, der ist dann da, wenn du auf dem Pferd sitzt, dann kommt der Schimmer. Ach ja, stimmt. Klingt nicht sehr appetitlich heute, ist es auch nicht, Vorona, ist es auch nicht. Gut, es gibt hier zwei Wege, wo wir lang gehen können. Nach links oder nach rechts? Du gehst nach rechts erstmal, okay. Dann gehen wir nach rechts. Nee, ich wollte erstmal da, wo ich den Marker hingesetzt habe. Alles klar. Da unten müssen wir lang, ne? Da unten müssen wir lang. Ja, ist nicht sehr lecker, Vorona, definitiv. Ich hatte mit 16 so ein gruseliges Erlebnis beim Ohrenarzt. Oh nein. Wenn du magst, kannst du gerne erzählen, aber ich glaube, ich werde es recht unangenehm finden. Haben wir da unten eigentlich schon? Hier unten links? Nee. Bin mir nicht sicher. Nö, wir waren...
Wir waren auf diesem ganzen, in diesem ganzen Bereich noch überhaupt nicht. Dann lass uns erstmal dahin. Alles klar. Oh mein Gott, das hört sich sehr unangenehm an. Entschuldigen Sie bitte. Ja, guck mal an. Ja, oh, sehr gut. Danke euch. Nicht dafür, Feanor. Das ist ja mega unangenehm, ey. Da hast du allen Fürspruch der Welt verdient für. Ja, sehr gut. Das klappt auch super. Und jetzt... Besser jetzt mit dem Schwert. Ja, ne? Ja. Oh nein, 3 von diesen Viechern. Ja, da unten ist große Schlacht angesagt. Spielt ihr sonst nicht zu dritt? War kürzlich auch hier, aber zu müde zum Schreiben. Ja, normal ist gerne auch der Ben mit dabei, aber der hat heute leider keine Zeit. Deswegen, aber er hat uns die Erlaubnis erteilt, mit ihm etwas zusammen, ohne ihn etwas weiter zu spielen. Deswegen machen wir das mal. Er hat natürlich noch Mühe an Lebensenergie. Vorsicht. Ja, sehr gut. Oh nein. Ja, ist okay. Aber Ben hat ja auch schon das DLC alleine gemacht, ne? Ja, also, ich glaube schon. Wir greifen jetzt quasi nicht vorweg. Ich glaube nicht. Und selbst wenn, ist es ihm, glaube ich, mittlerweile auch relativ egal. Aber das ist die Erklärung hier. Wo wir gerade bei Narkosen und Phobien sind. Ich habe Panik vorm Zahnarzt. Da geht nur mit Vollnarkose. Oh, krass, okay. Brauchst du Heilung? Oh ja, so ein bisschen kannst du gebrauchen. Warte. Dann kümmert sich die Tante mal. Wenn sie nicht gerade in die Gegner laufen. So, sehr gut. Nein, das hilft fair nur für morgen nicht. Also bei Discord ist der online. Direkt anschreiben und meckern. Ja, mach das, wenn du dich, wenn du das möchtest. Hey, Junge, Freund, was, Alter, was ist denn jetzt los? Danke, böse Alte, für das Stufe 1 Abo an Feanor. Vielen lieben Dank. Super lieb, danke euch für euren Support. Aber das hilft vielleicht. Super lieb. Am Handy aktiv hat, damit man auch alles online angezeigt, obwohl man nichts macht. Ja, aber oft wirst du da mit so einem Handy-Symbol angezeigt. So. Also zumindest kenne ich das so, aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ich glaube, du hältst das Schwert wieder einhändig, kann das? Oh, ja. Also es sah sehr elegant aus, wie du das einhändig geführt hast. Ja, aber es ist eigentlich nicht der Plan. Ob das so effektiv ist, ist eine andere Frage. Ja. Danke, danke, Ed, böse Alte. Super lieb, ich danke dir. Jetzt müssen wir sie wieder liebe Alte nennen, entgegen ihres Namens. Ja, wo geht man jetzt am besten wohl hin? Da, wo es warm ist. Da, wo es warm ist, ist schon mal gut. Nein, doch! Liebe Alte, so muss das sein. Ein Dann. Da ist ein Dungeon. 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 Wenigstens sehen jetzt nicht hier im DLC nicht alle Dungeons gleich aus. Ne? Das ist exakt der Punkt. Also, sagen wir mal so, es gibt noch mehrere dieser Schmieden, aber nicht so viele Massen wie im Main Game. Das finde ich halt angenehm. Den habe ich mir ja ausgesucht. Den Namen hast du nicht verdient. Den habe ich mir doch ausgesucht. Die liebe Alte. Liebe Alte. Liebe Alte. Warum bist du so lieb? Das wirst du jetzt auch nicht mehr los. So, gucken wir mal, was Marion macht. Den nicht angreifen. Oder doch? Naja, du kannst ihn markieren, also ist es wohl ein Gegner. Naja,
ich kann mich an einem Dark Souls erinnern, dass man den Riesen nicht angreifen sollte, weil er nämlich der Schmied war, der was verkauft hat. Ja, der Schmied, das stimmt, aus. Liebe Alte. Aber wenn du, sobald du jemanden markieren kannst mit dem, Lock-on, wie gemein die hier sind. Total. Boah, das ist ganz schön krass. Ich würde mal sagen, dass man mit Stichwaffen bei denen nicht gegen ankommt. Naja, du musst ihn dir genau angucken. Warte mal, ich renn mal drumherum. Hinten auf dem Rücken ist so ein Kristall. Richtig. Ach, der funktioniert dann so ähnlich wie diese... Ja. Genau, und wenn man... Oh, nein! Was? Wir waren alle ausgenockt, ey. Ja, voll. Naja, an der Stelle bin ich halt gerne gemein. So. Und wenn du dann richtig schön hinten rein die proktologische Behandlung machst, dann kannst du richtig derbe was ballern. Und wir können die jetzt halt so wunderbar baiten immer, dass die sich immer umdrehen. Der eine lenkt ab, der andere haut zu. Voll, ach, liebe Alte, hör doch auf rumzuweinen deswegen. Du bist einfach zu lieb. Voll. Hast du neue Emotes? Weißt du, die tun immer alle so offen für alles. Nur böse darfst du nicht sein. Doch, du darfst ja auch böse sein. Aber du hast dich doch selber dazu entschieden, jetzt lieb zu sein, liebe Alte. Also insofern... Weiß Bescheid, Marion, ne? Weißt du Bescheid? Bitte? Diese Schleimdinger, die gibt's auch in jedem From Software. In jedem, glaube ich, wirklich. Die gibt's. Ja, gibt's sie. In Bloodborne gibt's sie. Gab's sie in Sekiro? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Nö. Nö. Also böse darfst du hier sein. Bist du ja auch manchmal. Dann bist du auch wieder die böse Alte. Aber so lange bist du die liebe Alte. Pö. Damit das mal ein für alle Mal geklärt ist. Hab Ben Lagan Writings angemeckert, aber er antwortet nicht. Auch so ein Gemeiner. Ach, Mann. Naja, vielleicht ist er online, hat aber gerade irgendwie Besuch da oder so. Oder ist beschäftigt mit einem Video-Edit oder sowas. Kann auch sein, dass er wieder irgendwie eine Podcast-Folge aufnimmt oder sowas. Oder irgendwas einspricht. Insofern würde ich das nicht zu persönlich nehmen. Plopp. Geh erstmal nach hier. Aha. Ja. Voll die Gemeinis hier. Ja, voll gemein sind wir alle, du. Boah. Oh, doch, sei böse. Oh, Sintoras, das ist ja mega lieb von dir. Oh, hier wäre auch eine Leiter gewesen, sage ich mal, für den Casual Gamer. Danke, Sintoras, für das Geschenk-Abo an Kia. Vielen lieben Dank für euren Support, ihr Lieben. Haben wir den lieben Sintoras. Und Gekendium drückt mir natürlich wieder einen Zip rein. War so klar. Prost. Hi. Marion, wo bist du? Da, wo ich bin. Sehr gerne. Oh, danke. Ja. Hier ist auch eine Leiter, aber die gehe ich auch noch nicht. Komm da aus der Ecke weg, du. Ja, ich habe hier gerade Spaß mit einem Golem. Ach, da war was. Hatte Incendium gesagt. Yes. Ich auch mal da. Oh. Ich bin immer weg. Entschuldige. Ist doch eine Gewohnheit. Ich merke das schon. Muss ich irgendwie abstellen. Ja, ich bin da so auf Effizienz getrimmt mittlerweile. Weil ich dann immer denke, so schnell wie möglich alles wegknattern. Nee, der zockt. Dann ist der nicht ansprechbar. Das kenne ich ja. Alles klar. Okay. Kann aber auch sein, dass er eine Aufzeichnung von dem Spiel mitmacht. Insofern.
Aber ja, die moderne Technik, ne, die immer so anzeigt, dass jemand online ist und so. Bäm! Bitte sehr. Aber ich glaube, mit deinem Hammer ist es effektiver. Mach du mal. Okay. Alles gut. Also was mit meinem Hammer sehr effektiv ist, ist auf jeden Fall, ihn schnell in der Haltung zu brechen. So, wir können auch noch da oben irgendwo. Warst du da oben schon? Ich bin da kurz hochgesprungen und habe ich gesehen, dass da eine Leiter nach unten geht. Die wollte ich gleich nehmen. Ja. Hier oben ist auf jeden Fall auch noch Loot. Genau, das habe ich mir schon eingesammelt. Alles klar. Wow, was war... Na, Alter, heute ist die Performance aber bei mir wieder. Ich habe die beiden Slimers weggemacht. Ah, sehr gut. Ja, die komische Performance, ich entschuldige mich dafür. Mal läuft's besser, mal nicht so, aber hey. Hauptsache, es stürzt nicht ab und wir haben keine Verbindungsprobleme. Mein lieber Mann, das nenne ich eine... Analfistel. Okay. Mein lieber Scholli. Ist auch so ein schöner Spruch, ey. Wir haben hier ja heute auch schon wieder so ein Niveau, ne? Das ist auch Wahnsinn. Wo bist du? Ich bin wieder hochgesprungen. So, gab's da noch was? Ja, und zwar, wenn man hier lang geht, ist da eine Leiter nach. Da haben wir es wieder, wenn man hier lang geht. Ich weiß natürlich jetzt ganz präzise. Ich springe erstmal hier hoch und dann kriege ich sie hier nach rechts. Wir sind beide, ach, nach rechts. Das war auch sehr gut, weil hier der Schalter ist. Betätige du den mal ruhig. Analfissen, ich kann das. Ich kann das alles nicht mehr. Oh nein, ich bin wieder so ein Analfistel. Der hat immer noch Bock auf mich. Ja, sehr gut. Wieso kann ich da jetzt nicht dran? Egal. Ich muss eben mich hier mit Slimer auseinandersetzen. Oh, du schaffst den auch alleine. Na gut, komm. Ich helfe dir eine Runde. Ah, so geil. Nee, der zockt. Musstest du heute arbeiten, Kia? Ich musste Daniel eben kurz helfen wegen Vivian. Ja, wir können hier warten. Wo willst du hin? Alles klar, dann warten wir mal eben kurz. Sind ja eigentlich auch durch den Dungeon schon fast durch. Gucke ich mal, ob ich noch so ein paar Crafting Materials sammeln kann. Irgendwo was übersehen habe. Ja, es hat schon was von den Herr der Ringe oder Hobbit-Zwergenhallen, definitiv. Aber ich finde es noch nicht so Copycat-mäßig, beziehungsweise da müsste man bei Spielen wie Dragon Age und so weiter auch Kritik üben. Ich meine, Zwerge, ja, Herr der Ringe hat den Phänotypus zwar erfunden, also Tolkien, um genauer zu sein. Aber da jetzt bei jedem, bei jeder Inspiration Kopie zu schreien, ist halt auch immer so eine Sache, ne? Zack, gib mir das mal. Klar, die Hitze lässt einige Patienten echt durchdrehen. Oh ja, absolut verständlich. Habt ihr denn irgendwie die Möglichkeit, das etwas runterzukühlen bei euch?
Oder ist das in Krankenhäusern überhaupt nicht üblich? Also je nach Patienten und so weiter. Das ist... Ich stelle mir das halt immer krass vor. Was ich auch krass finde, sind so diese Berufe, also diese Selbstständigkeiten in Imbissen oder Restaurants, in den Küchen und so. Ich habe mir vor heute Abend was zu essen bestellt und ich habe dann erstmal festgestellt, wie heiß es da drin eigentlich bei so einem Wetter ist und dass das eine Arbeit ist, die ich persönlich überhaupt nicht machen könnte. Und in Krankenhäusern, wenn es stressig ist und so weiter, ist das doch bestimmt auch eine richtig üble Knochenarbeit. Genau. Marion muss sich eben kurz ums Kind kümmern. Insofern lässt sie sich da entschuldigen. Und ich gehe jetzt nicht einfach weiter. Oh, hier geht auch noch eine Leiter runter. Okay. Wo komme ich denn da hin? Ach, das ist einfach nur, wenn man runtergefallen ist, wahrscheinlich. Um dann wieder rauszukommen. Okay. Dum, 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 dum. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen was erzählen, so zur kommenden Woche, was die Streams angeht. Denn da habe ich heute dann ausnahmsweise auch mal, wie ich es in Zukunft vorhabe, regelmäßiger einen Streamplan online zu stellen. Kann ich jetzt auch machen bei festen Arbeitszeiten. Also kommenden Dienstag gibt es meinen Solo-Run im DLC mit Selina weiter. Wie gewohnt um 18 Uhr. Am Mittwoch bin ich ab, ich denke, 19 oder 18.30 Uhr mit Mass Effect 3. Wir sind ja mittlerweile in Mass Effect 3 angekommen. Geht's weiter. Am Donnerstag habe ich Open Stream. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich gucke mal, worauf ich Bock habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich weitermache mit Clive Barkers Jericho. Aber vielleicht mache ich auch mal wieder einen Valheim-Stream mit ein paar Leuten, wenn die Leute Bock haben und so weiter. Genau. Freitag ist Off-Day. Mass Effect. Ja, Verona, ganz genau. Genau das. Aber bitte 3 schwarze Herzchen für Mass Effect. 3 Stück mindestens. Für jeden Teil 1. Dann am Freitag ist Off-Day. Da bin ich nicht da. Perfekt. Da bin ich mit Freunden abends zum Essen verabredet. Da habe ich mal ein bisschen Pandi-Time. Und Samstag und Sonntag halte ich es mir optional offen. Und da ist die Woche auch schon wieder rum. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich in Action. Und dann einen Tag... auf jeden Fall nicht. Und dann muss ich gucken. So. Ich kann jetzt hier nicht raus, weil der Dungeon noch nicht beendet ist. Liebe, Liebe, Liebe. Sehr gut. Theoretisch können wir mehr Klimaanlagen haben. Aber vereinbare das mal mit dem Budget. Ja, das gute Budget. Das gute Geld, Kia. Das ist häufig das Problem. Mal, ob ich irgendwas bei den Einstellungen noch machen könnte. Ich habe nämlich so viele Dinge in der Motion Blur, Blau brauche ich sowieso nicht. Eigentlich habe ich schon so vieles runtergeballert. Okay. Warten wir mal eben kurz. Ich gehe mal eben kurz raus und starte nochmal neu. Ich weiß auch nie, ob es an den, woran das liegt, dass das manchmal so komisch hakelt. Nee, nicht ganz rausgehen. Einmal eben nur das neu starten. Können wir die Zeit nämlich kurz nutzen. Ja, besser. So alleine ist es sowieso immer besser. Ja, aber es hakelt. Es hakelt und ich weiß nicht warum. Ist egal. Ist in der Tat das einzige Spiel, wo das so ein Problem ist. Naja, wir lassen es jetzt mal so. Ja, Mass Effect ist ganz große Liebe, Verona. Definitiv. Marion hat sich hier aber auch so postiert. Das sieht so aus wie so Türsteher. So der geheime Gang zur Diskothek hier und dann so
Nein, du kommst hier nicht rein. Ich komme halt trotzdem vorbei. Ein wahres Meisterwerk. Meinst du in Bezug auf Mass Effect? Wenn ja, definitiv. Ja. Ja, Mass Effect ist über jeden Zweifel erhaben. Also so was Storytelling angeht und auch die Umsetzung. Und ich finde so viele Dinge, auch am dritten Teil, so fantastisch gut. Alleine wie die Hintergründe gestaltet haben, die sich dann ständig verändern. Du wirst da nie hinkommen, aber du siehst halt im Hintergrund immer was passieren quasi. Auf den verschiedenen Hauptmissionsplaneten zum Beispiel. Und das wird halt schon deutlich in der Eingangsmission, wo dann im Hintergrund die ganzen Raumschiffe oder die ganzen Kampfschiffe abgeschossen werden und irgendwo hinfallen, fliegen, abstürzen und so. Das ist schon echt geil gemacht. Und ich finde, es ist wirklich mit einem meiner Lieblingsspielereien. Und ich sehe in der Tat alle drei Mass Effect Teile als einen Teil an. Ich finde eher, das ist wirklich ein großes Spiel, was man eben wirklich, wirklich genießen kann. Wisst ihr was? Ich nutze die Gunst der Stunde. Ah, da bist du. Okay, nee, dann nutze ich die Gunst der Stunde nicht, sondern dann machen wir erst weiter. Perfekt, willkommen zurück. Ich hab schon gesagt, du hast Rayada Adersin da oben so postiert, als wärst du hier der Türsteher vor so einer Diskothek. Genau wie Dragon Age Origins. Das ist auch ziemlich gut. Ja, yep, definitiv. Hallo? Was? Ich hasse manchmal meinen Rechner. Hallo, hallo, Test, Test, Test. Ich habe eigentlich nichts umgestellt. Wartet. Mikrofon ist an, ja. Ich müsste da sein. Hörst du mich? Test 1, 2. Wieso höre ich denn jetzt nichts? Das weiß ich nicht. Kabel? Vielleicht über den Stream? Ja, ich liebe die Dragon Age-Reihe. Inquisition habe ich noch gar nicht gespielt, muss ich gestehen. Marion? Marion! Und sie hat es vorhin noch gejinxt, ne? Ja, Dragon Age fand ich gut, aber nicht so perfekt wie Mass Effect, muss ich gestehen. Aber das ist schlussendlich auch Geschmackssache. Wobei Dragon Age 1 Origins fand ich schon ganz cool. Auch mit den Origin-Geschichten der Charaktere, die man sich so erstellen konnte und dann eben andere Eingangsgeschichten erlebt hat. Kommt ja bald auch das vierte Dragon Age. Hoffe, ich hab da mehr Zeit. Konnte ja noch nicht mal den Elden Ring DLC spielen bisher. Aber Hauptgame habe ich durch. Ja, das habe ich schon gehört, beziehungsweise hattest du, glaube ich, sogar hier im Stream auch erzählt, Kia. Erstmal GGs dafür. Marion? Marion? Wartet mal. Ich guck mal eben, ob sie im Discord ist. Das Elden Ring DLC, Kia, lohnt sich auf jeden Fall. Also. Hallo? Hallo? Hörst du mich wieder? Ich höre dich. Hörst du mich? Ja. Das ist sehr... Problem war, dass nämlich zusätzlich, während ich mich mit Vidal und Vivi gekümmert hat, mein Headset wohl dachte, ich mache jetzt mal Akku leer. Deswegen hörst du dich auch wieder etwas anders an jetzt. Deswegen muss ich jetzt genau das Headset wieder an den Controller anschließen. Ja, warte, dann muss ich dich ein bisschen leiser stellen. So, sag ein bisschen was, bitte. Was? Ja, ein bisschen was.
Bisschen was? Ja, war so klar. Ein bisschen. Wiederhol mal ein bisschen was. Okay. Wo geht's als nächstes hin? Sehr gut. Sagt mir gerne, wenn Marion zu leise ist oder so, dann müssen wir spontan drauf reagieren. Wo geht's als nächstes hin? Hier unten wieder hin. Wir waren noch nicht fertig. Kia, das DLC lohnt sich weitestgehend. Ich finde es besser als das Hauptgame. Mit dem Schalter da oben haben wir hier diese Röhre darunter geholt. Ah, okay. Und da müssen wir jetzt hoch. Viele Dinge haben sie verbessert im Vergleich zum Hauptgame. Aber einige Dinge sind halt immer noch kritikabel. Und es ist bockschwer, aber machbar. Wo willst du hin? Die Leiter? Nein, das ist nur, um wieder hochzukommen. Das habe ich in deiner Abwesenheit schon abgecheckt. Du musst mit Anlauf auf diese Röhre da. Habe ich mir schon gedacht. So gerade eben. Ansonsten verbrennt man da unten, ne? Ja, aber die Lava macht ja an sich nicht so viel Schaden. Das sieht so trügerisch aus, als würde was davon da oben runterkommen. Ja, gehen Sie vor, ist Ihr Spiel. Danke. Ja, Ladies first, ne? Ich wusste es doch. Hä? Der hat durch mich durchgeschossen und hat dich dann getroffen. Das ist ja Wahnsinn. Ach so. Okay, es ist seltsam, was das hier ist. Das für ein Ding ist. Das erinnert mich ein bisschen an diese Eisdinger. Dinger? Es gab doch, hier kann man nicht hier runter? Hier ist ja auch noch was. Oder muss man erst hier rechts? Das könnte sein, dass das der... Das ist der Weg, den wir gekommen sind, glaube ich. Dann gehen wir erstmal da rechts. Oh, hier rechts. Hier geht's auch noch lang, da unten. Warte mal, ich guck mal eben, ob es da noch irgendwo hingeht. Ah, nee. Das ist der Anfang. Bleib da oben. Ah ja, okay. Ich war neulich bei einem meiner Brüder, wie er den letzten Boss bekämpft hat. Wusste gar nicht, dass er so viele russische Flüche kann. Ja, ich habe das auch schon gehört, dass man beim letzten Boss sehr viel fluchen kann. Und wovon man gar nicht weiß, dass man diese ganzen Flüche kennt. Was ist das so heiß? Au. Okay. Oh. Sehr gut. Was haben wir? Oder sind Dunkelschmiede schnell? Aha. Okay, ich habe den Bums auch gekriegt. Dann kannst du... Na, dann sind wir schon fertig. Dann können wir auch einfach direkt zurückporten. Zur Anfangsgnade. Nö, hier ist kein Boss. Wie, hier gibt's keinen Boss? Ja, hier ist kein Boss. FromSoft hat ein Novum eingeführt. Es gibt hier in den Schmieden gibt es keinen Boss. Mhm. Ist nicht. Boss fällt aus. Und in diesen Schmieden bekommt man diese uralten Schmiedesteine und besondere Waffen. Wir haben zum Beispiel das Smith Script Dagger bekommen. Ja, diesen Hammer da. Ja. Den Hammer haben wir gekriegt, genau. Aber auch die Smith Script Dagger. Wo bist du? Ich guck nochmal, ob ich irgendwelche Dinge übersehen habe. Soll ich mich mal an die Gnade setzen? Nein. Ich habe nämlich bestimmt noch irgendwelche Schmiedesteine auf dem Boden übersehen. Ich guck mal nochmal so grob. Leider noch nicht hochgestuft. So. Ich glaube, ich. Sieht jetzt ja auf den ersten Blick nichts. Aber ja. Was ist denn ein Gasstein? Ist ein Crafting-Material. So, jetzt gibt es hier nämlich wieder verschiedene Wege. Ja, das ist alles so krass. Ja, ich muss mich kurz orientieren. Ich
Wenn du möchtest, Marion, können wir jetzt auch erst noch einmal wieder zurück zu der Castle Front und dann den oberen Weg hier entlang gehen. Mhm. Kommt man nicht von hier unten da hoch? Das sieht so aus. Ja, aber dann müssen wir uns durch alle Gegner wieder durchkämpfen. Möchtest du das? Können wir machen. Also mir ist das egal. Entscheide du. Nein, ich meine, wenn man hier irgendwie hochkommt. Nee, achso, ne? nein. Du musst außen rum. Im DLC ist sehr, sehr vieles. Guck mal, hier sind doch so Grabsteine. Was? Ja, aber die Grabsteine sind zum Runterkommen gedacht. Ach so. Die sind nicht zum Hochjumpen. Hoch geht nur mit diesen Geisterquellen. Ah, okay. Bei der Gelegenheit kannst du es gerne auch nochmal Tag werden lassen. Wieder zum Erkunden finde ich das immer ein bisschen angenehmer. Und ich glaube, es gibt keine expliziten Nachtbosse, die nur bei Nacht kommen. Mhm. Aber dann nagel mich bitte nicht drauf fest, weil das kann ich so pauschal nicht sagen. Was ist das denn? So. Dragon Age. Ja, habe ich mir kürzlich auch sehr günstig besorgt. Hunde. Der Weg sieht hier sehr gut verwaltet aus. Mhm. So, da sind wir vorhin abgebogen. Genau. Mhm. Ist da noch was, oder? Nee, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Glaube nicht. Ich glaube, die Waffe passt dir ganz gut, oder? Bis jetzt, ja. Einmal weg, Säbeln zum Mitnehmen, bitte. Ja, die Soldaten können richtig reinkloppen, wenn man Pech hat. Da oben auf dem Felsen. Ich glaube auch. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Seht euch mal die Manze an, wie die Wanze tanzen kann. Da ist auch noch einer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Messmer. Jo, tschüss. Mach's gut. Das ist wahrscheinlich da, wo man mit dem Pferd runterhoppeln konnte, oder? Nee. Nee. Da unten ist noch einer. Der hat Bock. Naja, gut. Ach so, das war unser Kollege. Der ist gar nicht komplett abgestürzt. Der ist hier nur auf so einen Vorsprung noch runtergeflogen. Achso, man könnte hier runter, aber da waren wir doch schon mal gewesen. Unten. Oder? Da sieht man beim Kammer des Schlossherrn. Was? Ach nee, das ist da drüber. Okay, wollen wir da erstmal lang? Oder wollen wir hier runter oder oben rum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, diesen Weg kenne ich gar nicht. Kann man hier wirklich runter oder im Moment dahin? Ich glaube schon, ja. Wir können es ja mal gucken. Wir können ja aber noch zu der Gnade zurückporten. Ist ja nicht so weit weg. Doch, da kommst du runter. Oh, ich glaube, das kenne ich selber noch gar nicht. Schau, guck. Bist du da? Ja. So. Wo ist es wieder Nacht? Hier sind Fledermäuse. Oder die sind einfach ganz natürlich hier. Ja, aber kommt er von? Ich weiß, trau mich nicht. Warte mal. Ist ja irgendwo noch. Doch, das überlebt man. Ich weiß nur nicht, ob man Leben verliert. Nee, glaube ich nicht. Nee. Doch, tut man ein bisschen. Ach so, da bist du runter. Ja, okay.
Ach, du hast so ein Steinchen geworfen. Ja, um das anzutesten. Natürlich hat er noch ein Müh an Leben. Es ist so klar. So. Krabben? Ist das da, wo ich... Nee. Nee, ich war in diesem Flussbett jetzt letztes Mal, oder? Halt, stopp. Doch, da war ich, glaube ich. Das ist ja spannend, ey. Neues entdeckt. Ja, klar. Wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht alles gefunden im DLC. So ist es ja nun nicht. Ist auch so ein bisschen Himmelfahrtskommando hier. Wer war's für Ben? Guck mal, wie weit wir schon runtergesprungen sind, wenn du nach oben guckst. Mhm. Mhm. Boah, es ist immer noch ganz schön weit nach oben. Alter Falter, ich krieg hier die Pimpanellen. Hör auf zu lachen. Das ist nicht lustig. Immer ein Stückchen für Stückchen. Ja, Höhenangst und so halt. Mhm. Muss ich wirklich überlegen? Pondy. Kia möchte wieder, dass ich trinke. Ja. Prost. Mm. Oh mein Gott, ist das übel. Oh. Vor allem, das wird ja nicht besser, je wärmer es ist. Oh. Oh, guck mal, da hinten. Kann das sein, dass da auch noch lang geht? Da geht's wieder hoch, da ist eine Gnade. Da müssen wir da erstmal wieder hin. Warte mal, oder waren wir... Aber. Ne, ich glaube, hier unten in dem Tümpel war ich noch nicht. So, ich reite mal eben schnell durch. Oder war ich da doch schon? Geh weg, du Schalentier! Oder? Oder habe ich mich verguckt? Ne, ich dachte, hier wäre eine Gnade. Ich glaube, ich habe mich verguckt. Mist. Boah, Alter. Da ist nichts, dafür werden hier Höhleneingang. Reiten, danke. Hier ist ein Höhleneingang. Huch, ich kann es ja komplett durch. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Oh nein, sie macht Gift. Oh, komm! Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Mut! Ich auch jedes Mal, wenn ich wieder vor einer neuen Area stand. Ja, genau! Miyazaki, du Sau! Die Lüge mit dem DLC ist nur Limgrave groß. Ja, ach für den Arsch, ey! Das ist ja völliger Quatsch, ey! Erstmal ein bisschen weiter hier oben durch, hier vor... Durchgucken, bevor wir da reingehen? Ja, ja, wir können erst einmal auf der anderen Seite hochgehen. Da, Vorsicht, da sind diese kleinen Wichte. Oh, ich bin noch vergiftet. Halt, stopp. Du lebst bei mir wieder. Hä? Warum? Was war das denn jetzt? Oh, da ist eine Krabbe. Eine Krabbe, eine Krabbe. Ah!
Mr. Krabs, stop bonking me! Mr. Krabs! Lay yourself down! Aber ja, Incendium, genau so sieht das aus. Nur Limgrave groß. Ja, das Ding ist, sagen wir mal so, vom Horizontalen her ist es ja so groß ungefähr. Aber dass dann nochmal Limgrave, 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 Limgrave und Limgrave ist, ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack, ne? Hallo, bitte, lassen Sie das? Lassen Sie meine Freundin in Ruhe! Japp. Ganz genau. Limgrave mal 5 übereinander gebaut. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja gut, dann müssen wir am Dienstag mit Selina hier auch nochmal hin. Es nutzt ja... ins neue Gebiet rein. Wir kommen schon wieder, ja. Oh, oh Wunder. So, Flame Cleanse me, bitte. So. Aura. Na, bleiben wir mal dabei. Nee, bleiben wir nicht. Die werfen ja mit Gift hier, die Viecher. Alter Falter, ey. Warte mal, ich habe eine schöne Idee. Mhm. Für dein Gift. Guten Abend alle miteinander. Hallo, Denalor. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Schön, dass auch du reinschaust. Alter, diese Giftfallen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, nein. Doch, sind wir... Ist das dieser Giftsumpf, wo ich jetzt letztens war? Nee, oder sieht das alles wieder nur gleich aus? Wie geht es dir? Schön, dass du reinlunst. Nee, das ist wieder woanders, oder? Oh, ich kann das alles nicht mehr. Oh Gott. Okay, wollen wir erstmal unten gucken? Warte mal, ist das... Nee, da waren die Vögel überall. Yay, yay, yay. Danke sehr. Ja, mir geht's gut. Kam gerade von der Arbeit und jetzt noch ein bisschen bei dir entspannen. Sehr gut. Willkommen. Eine Gnade fand, ne? Ja, eine Gnade wäre hier geil. Da hinten vielleicht? Dann hab gutes Entspannen, mein Lieber. Incendium, bist du noch da? Ich kann keine Karte aufmachen. Hallöchen, et al. Hier ist doch so ein Giftsumpf. Ich glaube, hier geht's hoch zu Tiolie. Das... Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja. Ja, 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 genau. Okay, das machen wir später, Marion. Hier geht's nämlich komplett nochmal woanders hin. Dann gehen wir erstmal zum Höhleneingang. Genau, wenn... Denn... Also wir hätten von der Schmiede hier auch runtergehen können. Ach so. Und ich glaube irgendwie... Danke, Incendium, für den Shoutout. Perfekt. Und mach auch bitte einen für Verona. Habe ich wen vergessen sonst? Ich hoffe nicht. Moment, wo war... Ging es jetzt hier runter, glaube ich, ne? Und dann hier links. Und dann ging es da weiter runter, glaube ich. Danke! Schlimm, dass ich Gelände auf Blick erkenne. Naja, du bist halt total drin. Ich kenne halt... Ja, egal. Spricht für das Game Design an der Stelle. Sehr, sehr gerne, Verona... Und sehr gerne Denalor. So. Da oben ist ein Item. Mal gucken. Und die Performance hat sich mittlerweile eingegroovt. Das ist gut. Zumindest nicht mehr so krass wie am Anfang. Ja. Hier. Marion, ich liebe diese präzisen Angaben. Hier, du bist... Hä? Komm nochmal zurück. Was denn?
Du wolltest doch. Ach so. Du wolltest doch. Ach so. Ja, ich bin auch runtergelatscht. Ich habe keinen Peil, wie ich da hochgekommen bin. Ist egal. Hat geklappt. Nein, weil ich in der Ecke so oft rumgerannt bin, weil ich einen Weg weiter nach Süden gesucht habe. Ah, ich verstehe. Meine Gereiztheit wird weniger, je länger ich hier zuhöre. Das ist sehr gut, böse Alte. Das ist verdammt gut. Das freut mich. Ah, pardon, liebe Alte. Kleines Geheimnis an alle. Ihr müsst die böse Alte jetzt liebe Alte nennen, weil sie total lieb ist heute Abend. Von wo sind wir jetzt gekommen und wo geht's hin? Hier. Sind wir von hier jetzt gekommen? Ja, ne? Ja, so. Ich komm noch einfach in meine Richtung. Hier ist auch eine Gnade. Oh, sehr gut. Nein, ist sie nicht. Die Map-Fragmente im Süden sind Trauma für mich. Kann ich nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Und danke nochmal für die Hilfe letzte Woche. Und das ist eine Revered Spirit Ash. Pat, pat, liebe Alte. Jetzt wird sie gleich wieder gereizt. Ich merke das schon. Obwohl, nein, eigentlich hört sie das doch gerne. Und Denalor, du musstest heute arbeiten. Oh nein, was arbeitest du nochmal, dass du sonntags arbeiten musst? Oh Mann. Oh, Marion hat uns erhellt. Beißt in die pattende Hand. Mann, 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 jetzt ist sie wieder böse. Okay, jetzt sind wir... Ach, hier sind wir! Okay, Marion, das ist sau viel Inhalt, den wir hier jetzt machen könnten. Links, ne? Weil das ist das, was ich letzte Mal... das habe ich letzte Mal schon alles erkundet und damit sehr viel Zeit schon verbracht. Möchtest du einen kleinen Hinweis von mir, wo wir vielleicht noch heute einen Dungeon machen könnten? Weil da wird jetzt erstmal kein Dungeon kommen, glaube ich. Das ist alles so Open-World-Gedöns. Was gut ist, entscheidest aber du. Ist dein Run. Deswegen möchte ich da gar nicht so groß... Hm? Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier umgucken. Also, das haben wir schon gesehen, dass man da entlang springen kann. Also da in der Richtung. Also wenn man hier... Könnte man theoretisch am Wasserfall entlang springen. Habe ich gesehen. Moment. Aber ob ich darauf jetzt Bock habe, ist die andere Frage. Wie war ich so tief? So ganz tief im Süden war ich mit meiner Selina auch noch nicht. Würde ich jetzt ungern, glaube ich, machen. Genau, also da könnte man theoretisch springen. Ja. Das mache ich aber jetzt nicht, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Haha, dein Problem, da stehe ich drauf aufs Beißen. Ah, jetzt sind Horas. Na, heute war ich fremdarbeitend unterwegs. Bei uns ist Wahlsonntag. Ah, und dann bin ich zur Auswertung im Rathaus, um die lokalen Ergebnisse zu präsentieren. Ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Also das war hier quasi unter der Brücke da oben. Ah, ich verstehe. Oh, fuck. Das will ich nicht. Oh, fuck. Wo kommt das wie denn her? Das kenne ich noch gar nicht. Dass ich nicht alleine bin mit der. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, hier ist eine blöde Ratte, die mich ablenkt. Die ist natürlich tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nein, du blödes. Sehr gut, das wollte ich. Das ist kein Boss. Jetzt wird's aber erotisch. Ah, nein, es hat mich gegrapscht. Guten Appetit, böse Alte. Ja, sehr gut. Geh ruhig nach vorne. Nee, nee, schaffe ich so schnell nicht.
Oh, oh. Out. Ja, out. Es hat explodiert. Ich habe tatsächlich ein Hüngerchen. Dann gönn dir, böse Alte. So, wir haben ihn. Sehr gut. Ja, das ist so ein Vieh. Oh, das ist irgendwie ein neues Angriffskonsumable. Wiederverwendbar. Ganz tief im Süden. Der Sonne hinterher. Ich habe tatsächlich ein Hüngerchen. Der Champ wäre böses, da wer denkt. Ich lasse mich hier nicht kink-shamen. Schmeckt es denn, endböse Alte? Du hast schon wieder eine Ratte am Hacken. Ja, die ist nicht so schnell wie ich, glaube ich. Nee. Und doof. Oh, smackt voll Friss. Okay. Oder? Jetzt musst du aber mitmachen. Ich bin jetzt hier zurückgeritten. Das war die falsche Richtung. Wo? Lass uns mal gucken, weil, wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, alles noch nicht erkundet. Da würde ich jetzt ungern weitermachen, weil das würde ich dann doch gerne mit Selina noch im Stream kennenlernen. Wonderful, fantastic, fabulous, na gut, tasty, dann lass uns den Dungeon machen, den du angeteasert hast. Okay, dann gehen wir zurück zur Castlefront. Lilly. Okay, jetzt musst du aber mit meinen Partnern reden. Die haben das nicht okay. Ich hätte das gemacht wollen, aber ich wurde hier angegriffen. Prost. Oh. Das war ein komischer Satz, ich weiß. Da. Ja, ich bin hier oben bei der Castlefront jetzt. Vorderseite des Schlosses, ja. Ja. Denalo, was gibt es heute? Leckeres heute? Sauerkraut an Karotte plus Ingwer. Es ist ultra lecker. Take a sip. Yeah, Lily Girl. Thank you. Mit vollem Mund spricht man nicht. Kurzküche, gönn dir, liebe Alte, gönn dir. Gönn dir was Liebes zu essen. Oi. You biting my partner's ass? Oh, Marion ist da. Wir sind immer noch nicht den einen Weg lang gegangen, ne? Also, wir sind hier abgebogen und haben uns dann untergesprungen. Wir sind noch nicht den einen Weg lang gegangen von den 5000, die es gibt im DLC. Den ja. Hab ich dir ja gerade beschrieben. Wir sind ja, wir wollten da ja lang gehen und dann sind wir runtergesprungen. Ja, stimmt. Der Weg, ach ja, hier oben wollten wir ja noch lang, ne? Stimmt. Ja, genau. Wollen wir das jetzt mal machen? Ja, können wir auch. Dann machen wir das. Das hatten wir angefangen, dann machen wir damit jetzt weiter. Wallabila ist das groß. Oh ja, er war frech. English, liebe Alte, please in English. Lily is not yet as good in German as we are. Next time you ask for permission. Oh, oh, oh. Not biting, please. No, Svenskram. Also sie, nicht er. Ja. Da brauchst du gar nicht lang gehen. Da wollten wir. Genau, sie war, gut. Pardon. Ja. She. Böse alte She. Weiß ich, aber ich wollte die Gegner noch mitnehmen, wenn wir gerade schon hier sind. Oh, Alter, knattern die Schaden rein. Boah, hab ich auch mal gedacht. Little correction. You want to bite the cheeks, you ask for permission. But she is evil, Lily. Those are my cheeks to bite. Oh, sorry, she said ugly things. Oh. Don't argue, my dears. Oh, hier liegt noch Loot. Das hatte ich übersehen. Swift Spear. Wow, wow, Junge, Junge, Junge. Junge. So ein Gegner, Junge.
Boah, eskaliert er. Was ist denn falsch mit dir? Der tanzt gerne in der Spitzenteile. Ja, ich merke das schon. Ausdruckstanz galore. Eieiei, ja. Ei, ei. Der hat Bock, Fëanor. Der hat richtig Bock gehabt, ey. I called you nice. Yeah. We are calling evil old now nice. She is nice. My fault, but you have to control her better. Oh, I don't control her, but them cheeks are mine. Just to make it clear, we just messing. Yeah, yeah, it's okay. I see that. Oh, ist eine Gnade. Hm. Aber nur aktivieren, nicht hinsetzen. Obwohl, ich muss du auf die machen, dann doch hinsetzen. Dann doch absteigen, hinsetzen. It's all shits and giggles until somebody giggles and shits. The best you could say, Lily. Why do you keep wanting to make me moan? Tja, so ist sie lieber Alte hier. Und so sind Lili. Ich muss noch mal eben was zu trinken nachschütten. Das letzte für heute. She's into biting. That's not a punishment. Ja. Ich halte ein, muss ich machen. Wer das gesagt? Was? Bitte haltet ein. Ich weiß. Ich höre ihn nicht wahrscheinlich. Ach, da vorne. Ganz ruhig. Das ist auch eine schöne Questline. Die habe ich auch noch nicht beendet. That makes it difficult. Ich wünsche eine gute Nacht. Fëanor, ich dir auch. Danke noch fürs kurze Reinschauen. Habt einen schönen Abend und eine gute Nacht. Schlaf gut und einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns. Mach's gut. Halt die Ohren steif. Und wie gesagt, Daumen sind gedrückt für morgen, ne? Im wahrsten Sinne, halt die Ohren steif. Ich glaube, dem tut was weh, Gerion. Ja, ich höre ihn leider nicht. Bei mir ist überhaupt nichts von ihm. Okay, er sagt der Schmerz. Wahrscheinlich, weil ich nicht an der Gnade saß. Aber das macht nichts. Genau, der Schmerz. Du kannst jetzt hier an die Gnade gehen und auch mehrere Dinge noch, mehrere Dialoge triggern. But Lily is also multilingual. I hope it was correct. Sorry for my terrible English. I could tickling her feet. Wenn ich jetzt sage, genau, kannst erstmal gucken mit den. Nee, sag nur der köstliche Schmerz. Okay, dann hast du alles erstmal ausgeschöpft. Kleine Empfehlung, ich würde erst hier hochgehen. Mhm. Hatte ich auch überlegt. Mit dem Schwert kann ich allerdings. Doch, jetzt geht's. Ich würde sagen, irgendwie nicht auf den Boden schlagen. Lurk, hör aber bei Ed Vorona Black zu. Alles klar, Denalor. Danke für den Lurk. Und hinter dem Command ein Leerzeichen. Dann geht der Command auch durch. Falls du dich wunderst, dass jetzt kein Command getriggert wurde. Danke dir, mach's gut und hab einen schönen Feierabend noch. Später eine gute Nacht und morgen einen guten Start. Seit wann wird hinter den Command ein Leerzeichen gemacht? Nein, du, genau, die müssen komplett ohne irgendwas direkt dahinter sein. Dahinter darf kein Satzzeichen oder sowas sein. Der Command sollte am besten immer für sich stehen oder mit einem Leerzeichen. Achso. Ich hab das einfach mal ohne Leerzeichen gemacht dahinter. Alter.
Hammer. Also Ausrufezeichen und dann das Wort. Ja. Das nie mit Leerzeichen gemacht. Hm, okay. Ja, genau, das Leerzeichen muss aber nur dran, wenn was folgt. Wenn das folgt. Was soll denn ja, wenn du noch was dahinter schreibst. Manche Leute machen nur den Command, andere schreiben dahinter noch so, ich gehe mal jetzt einkaufen, ich bleib aber hier online und so weiter. Oder irgendwie sowas. Noch eine Nachricht zur Erklärung. Also müssen wir dann zwei Leerzeichen machen. Prinzipiell. Ja, ein Leerzeichen würde reichen halt. Aber wenn du ein Satzzeichen machst, machst du ja in der Regel hinter einem Wort kein... Wenn du ein Komma folgen lässt, machst du ja kein Leerzeichen. Eigentlich. Also grammatikalisch war das eigentlich schon richtig. Du links, ich rechts. Noch einer. Warte, von dir. Da ist noch einer. Ja, weg mit dem Schmutz. Several Slavic languages that would probably get you kicked in the face by her. A punishment, but more to yourself. Hm, Fahrstühle, Marion, denk dran. So, damit es richtig ist. Ja, nur falls du dich gewundert hättest, den Alor, deswegen. Ich wollte dich ja nicht um die kleine Nachricht bringen. Danke dir für den Lurk, mach's gut. Ah, okay, nice to know. Nah, that is too complicated. Oh yeah, nice. Too complicated. Mm-hmm. I think I just sing in her ears until they are bleeding. Hier ist noch eine schöne Infotafel. Ja, hier ist eine schöne Aussicht. Ja, die hat auch einen Hintergrund. Ach, guck mal, da sind irgendwelche grünen Inseln. Mhm. Wie, nachdem man ein Komma setzt, kein Leerzeichen? Nein, vor das Komma. Vor das Satzzeichen kommt kein Komma. Wenn du ein Wort schreibst und ein Satzzeichen, dann kommt da kein Leerzeichen zwischen. Also, er ging nach Hause. Punkt. Zwischen nach Hause und Punkt kein Leerzeichen, sondern erst hinter das Satzzeichen. She heard me sing. If that didn't do it, it's pointless. Lily sings beautifully. Fact. Shut. Wer ging nach Hause? Es war nur ein Beispielsatz. Also, das hier ist die Mitte der Zwischenlande. Das heißt also, Marion, dass man diese Karte des DLCs wahrscheinlich, meine Vermutung, in die Mitte der Karte des Main Games flanschen könnte. Und man dann eben die kompletten Zwischenlande hätte. Und hier ist halt der Mittelpunkt. Ja, genau. Weißt du, wo das sein könnte? Hier, guck mal diese Wolke an. Bei Main Game. In der Mitte. Ja, genau. Und das ist... Warte. Genau, ich würde nämlich vermuten, dass das irgendwo hier bei dieser Wolke ist. Ja. Alright, lurking time once more. Time to playtest Deadlock. Have fun, Lily. Have fun. And good luck. Have a nice evening. Thank you for popping in and thank you for the lurk. Wenn man sich hier diesen Turm da anguckt, ne? Irgendwie denkt man, da müsste eigentlich in der Mitte das Auge von Sauron rein. Ja, könnte man so denken. Wobei, eine Sache noch. Diese ganzen Türme von den ganzen Halbgöttern, was man auch sieht auf der Karte, die sind alle so um diesen Punkt in der Mitte verteilt. Diese Divine Tower. Hier ist der von Malenia, das ist der von Godric, das ist der von Radahn, das ist der von Rani, beziehungsweise Renala. Mhm. Das ist der von Rykard. Das ist der von Morgoth. Genau, und dann sind wir einmal rum. Also wir haben hier einmal diese Runde
Und ich würde vermuten... In der Mitte ist halt der Turm in der, genau, in der Wolke. Ganz genau, dass das hier sozusagen der zentrale göttliche Turm ist. Guck mal, wenn du hier unten guckst, da hast du hier an der Stelle des Anfangs, wo du als erstes gespawnt bist. Ja, und dann gehst du den Weg entlang, dann hast du da diese... Ja. Wo wir am Anfang hochgeklettert sind. Ja, ja, da ja. Da ist der Tor, das Tor. Ganz gucken, genau. Was man hier schon alles abgegrast hat. Ja, ist halt eine schöne Stelle hier auf jeden Fall. Man könnte jetzt theoretisch, aber leider kann man nicht so weit gucken. Morgott und Moog. Stimmt, der eine Turm hatte ja beide. Weil die Brüder waren, ne? So, warte. Und was halt auch dafür spricht, dass man hier halt mitten im Meer ist, ne? Ja. Das ist ja eine Insel. Ja. Das ist ja alles eine Insel hier. Es ist, das sieht man halt auch schon so durch die ganzen Silhouetten hier. Ja. Zwillinge, genau. Ja, das haben sie schon toll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Alles so aufgebröckelt, ne? Insel. Ja. Aber das macht's ja eben aus, weil es dann eben dadurch genau dieses krasse vertikale Level-Design gibt. Ich meine, du siehst, hast ja heute gemerkt, wie viele Wege wir alleine gefunden haben heute. Sogar einen, den ich noch nicht kannte. Was jetzt nicht schwer ist, weil ich es ja auch noch nicht ganz durch habe, aber so in der Summe. Könnte man nicht von hier oben einfach den Papierkorb angreifen? Nein. Selbst wenn du die Ehrenurkunde mit Auszeichnung bei den Bundesjugendspielen gekriegt hast, wirst du niemals irgendwas so weit werfen können. Gute Nacht, Verona. Schlaf gut. Geht jetzt schlafen. Ich soll euch allen eine gute Nacht ausrichten. Macht's gut. Ja, gute Nacht. Fragen. Eigentlich wäre das doch jetzt hier ein guter Punkt für einen Cut, oder? Es gibt einen anderen guten Punkt. Der dauert auch nicht mehr so lange. Dann hätten wir noch einen kleinen Bosskampf am Ende. Dann machen wir das. Ja. Wohin? Ich weiß jetzt nicht, ob hier oben noch Loot ist. Ansonsten zurück. Das macht aber auch nichts. Kann ich nochmal selber abgrasen. Ein paar Dinge aufschreiben. Den alten Weg von dem OO-Schmerztyp kann ich ja immer noch. Das ist voll gelogen. Ich gehe nur ins Schlafzimmer. Jetzt bekomme ich Ärger. Oh weh, Denalor. Ui, 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 ui. Gucke den Stream aber noch weiter. So, so. Ich bin zurück zu dieser Gnade, wo wir gerade waren. Südlich des Turms. Nördlich, pardon. Höllengang, ja. Dann Dankeschön dafür, Verona. Und weiterhin viel Spaß bei uns. So, Moment. Ich muss mich eben orientieren. Dann haben wir nämlich noch einen kleinen Bossfight. Dann kann ich noch einen kleinen Ausblick machen. Und dann können wir da einen guten Cut machen. So, Egon ist da. Vorsicht, da ist ein Vögelchen. Ich hab nur Flügel, was soll ich tun? Wenn ich nicht mehr schreibe, es war schön bei euch. Weglauf! Oh, oh, Denalor, lauf! Flieh, du Narr! Er hat nicht mitbekommen, dass ich den Stream auf Handy und PC laufen hab. Denalor, wirk! Lass ihn leben! Verona, lass ihn leben! Wir werden hier invaded jetzt. From Ancient Dragon Man. Der Ancient Dragon Man hört sich auch immer an wie so ein Marvel-Superheld, finde ich. Na klar, dass der kommt. Ja, wenn es Ancient Dragon Man heißt. Nee, ich meine auch von dem Pfad, der so, Alter Marion, du zerlegst den fast alleine in seine Einzelteile. GG's, ja. Ey. Niemals! Keine große Herausforderung gewesen zu sein. Aber da kommt bestimmt noch eine. Ah. Wenn du schon so einen Bossfight angeteasert hast. Oh. Hä? Ach so, das waren andere Vögel. Ich dachte, da wären Gegner.
Niemals, sagt sie. Oh, 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 oh. Denalor, es war sehr schön mit dir. Es war so schön mit dir. Ah, hier ist ein Dungeon. Genau. Der ist auch nicht so riesig groß. Mhm. Ein paar Pilzchen zum Craften. Das muss ich auch erstmal vercraften. Marion ist schon vorgelaufen. Wo ist Marion? Ich sehe Marion nicht. Wo ist Marion hin? Na klar. Ah, oh, Leute. Wunderschön hier. Ich kann mir noch ein Skadoosh Tree Blessing reinschnattern. So, Level 7 bin ich da jetzt. So, Laternchen. Leuchti, leucht. Leuchti, leucht. Leuchti, leuchti, Mac, leucht. Aber hier scheint es ja eigentlich gar nicht so dunkel zu sein. Ja, es geht. So, da unten sind unsere alten Freunde aus Farum Azula. Farum Azula? Farum Azula. Wer ist Azula und warum soll man da drum herum fahren? Marion hat Ärger mit dem Großen gesucht. Ich nehme mal den kleinen Kerl hier. Warum geht das durch mich durch? Wenn ich einen Guard-Counter machen möchte. Vergiss nicht, die wegzukloppen. Ja. Ne? Bösis und Totis. Mit dem Dolch ist es schwierig, Richtung Boden zu schlagen. Oder dem Schwert. Ah, okay. Geht der immer nach vorne und nicht nach unten. Machst du immer so Stoßattacken damit, ne? So Stich... Ja, ja, so Stichattacken. Ah, okay, erst, ja. Erst beim dritten geht er nach unten, deswegen ist es mir ein bisschen schwierig mit den Skeletten. Ja, ich verstehe. Kann aber auch... Mein Hammer titscht noch drüber und trifft ihn nicht. Unglaublich. Mario sollte vorgehen. Oh nein. Oh doch. Ich nehme den Amrus-Schützen, du kümmerst dich um den Großen und lenkst ihn ab. Sie ist wie Dobby. Sie will mich nicht töten. Ah, der geht auch nicht. Okay, obala. Wenn du Heilung brauchst, sag da Bescheid. Du musst nicht deine Tränke verknattern, ne? Sie will mich nicht töten, nur schwer verstümmeln. Hat sie gerade zugegeben. Dann mach mal dein... Ah, du brauchst Heilung, alles klar. Kommen Sie? Ich habe genug Mana und genug Mana-Tränke. Als Paladina habe ich mir das gegönnt. Die ist auch runter. Ja, aber ich glaube, wir können... Laufen. Ja, ich glaube, besser ist außenrum. Mein Gott, Denalor, Denalor. Aber du schreibst noch, das heißt, du lebst noch. Das ist gut. Dann können wir beruhigt sein. So, geh mal vor. Naja, warum reizt du sie auch? Ja, wir würden zum Beispiel die liebe Alte niemals reizen und ärgern. Würden wir niemals, nie, nicht, nie tun. Wie kommt das denn weg? Da oben, ne? Ja. Oh, Synchronschlagen, sehr gut. Oh. Na, schade. Oh, welcher Schild? Hallo? Der ignoriert mich, der Knecht. Rennt auf Pandinatorius zu.
Pandi hebt seinen Schild und seinen Hammer und bereitet sich auf den Impact der lieben Alten vor. Tachi, Tachi, Tachi. Mario? Achso, da unten ist noch jemand. Vergessen. Der ist so blöd manchmal. Lasst euch nicht ärgern. Ich glaube, der Schwert. Achso, hier kann man auch lang. Aber ich glaube, ich nach da oben, glaube ich. Okay. Sehr gerne. Die Frage nach oben oder nach unten? Nach oben würde ich erst gehen. Okay. Ist schon der Bossfight? Nein. Es ist, das ist einfach nur ein random Magma-Lindwurm, der hier wieder herumsteht. Ja, oh, scheiße. Alter! Ey! Überall, wo ich hier hin, mich hinstelle, ist Lava. Haben wir die überhaupt schon was abgezogen? Nicht viel. Na, komm. Der Boden ist Lava, oder wie war das? Ja, ja. Du, du hebst das Schild und deinen Hammer. Naja, na, na, na. Was denn? Ah, okay. Boah, manchmal habe ich auch sowas wie Skill hier. Na, ah, Mist, der unterbricht mich. Ja, sehr gut. Ja, guck mal an. Sehr geiles Teamwork, Marion. Sehr gut. Mit meinem Zauber konnte ich ihn nämlich immer staggern oder vorbereiten zu staggern. Das war sehr schön und dann haben wir mit den Waffen nachgesetzt. Ausgezeichnet. Ja, ja, Sintoras, so ist das halt. Ungezogene Pandis und so. Umgezogene Pandis? Ungezogen, nicht umgezogen. Wobei, umziehen musste ich mich heute auch. Doch noch in was Luftigeres schmeißen. Aha, das will man lesen, wenn man vor so einem Ort steht. Be brave, show no fear. Nee, also, das heißt wahrscheinlich so, man soll da runterspringen, ne? Lieber nicht. Erstmal möchte ich da hoch. Nee, von da kamen wir. Von da sind wir gerade gekommen, Marion. Ja, also be brave, keine Furcht, ne? Also ich spring da jetzt runter. Ich mach's mit Anlauf. Hui. Was? Tatsächlich. Tatsächlich. Pondi. Ich hab den richtigen Riecher gehabt. Den richtigen Schnüss hast du gehabt. Prost. Oh, danke, Incandium, danke. Dann mal hinein in die gute Stube, würde ich sagen. Da ist er, der Ancient Dragon Man. Alter, Marion verkloppt ihn wieder. Alter, lässt du mir auch noch ein bisschen Spaß, bitte? Bitteschön. Der pflückt mich aus der Luft! Aber der heilt sich auch. Ja, klar. Das ist ein NPC. Alter. Marion kennt echt nix. Macht mich stolz, sowas.
krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Aber das war der gleiche wie von vorhin, ne? Das ist der gleiche gewesen, nur halt jetzt hat er mit seiner Weapon Art und so angegriffen. So, warte, dann muss ich eben kurz hier raus. Komme ich denn auch nochmal wieder hin? Ja, ja, du kannst gleich hier zurücklaufen. Ach Gott, das dauert aber ewig, oder nicht? Hier ist noch ein Item, das nachher nicht... Okay, Schmiedestein 4. Ja, sehr gut, trotzdem. Ja, nicht schlecht. Ja gut, mit dieser krassen Drachenattacke hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich gestehen. Naja, ich hab... Ich hätte dir jetzt den Kill echt gegönnt an der Stelle. Ja, eben, wollte ich auch eigentlich. Und dann auf einmal zack. Ja, war die Gier wieder da. Ja, ja. Man kennt es. Ich muss eben hier durch, da ist die Gnade nämlich. Umso besser. Und dann kannst du gleich eben zurückschufkern. Da muss ich nämlich nicht den ganzen Weg nochmal machen. Nein, musst du nicht, um Gottes Willen. So. Bitte erstehen Sie auf, bitte. So, ich habe mich in meine Höhle verkrochen und den Nalor lebt noch. Oh, Glück gehabt, Vorona. Lebst du wieder? Mhm. Gut, du müsstest dich jetzt hier hinporten können. Ich habe Marikas Pfahl ausgesucht. Ach so, und dann bist du hier gleich gestartet. Ja. Gut. Deine Runen noch? Boah, Vorona, dann bin ich echt beruhigt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, da haben wir gut 3 Stunden gemacht. Das ist ganz nett für heute Abend. Sehr schön. Ah, ein Level-Up kann ich noch machen. Dann kann ich nämlich auch die Drachenarts noch verwenden. So, und einmal einen Blick hier rauswerfen als kleines Foreshadowing. Also das müssen wir nächste Mal nicht machen. Aber es ist eine Möglichkeit. Und dieses Katana, was wir gerade gekriegt haben, ist eventuell nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das nützlich sein könnte. Ja, geh du ruhig vor. So. Hier oben können wir gerne schön einmal stehen bleiben. Hat er noch alle Extremitäten oder fehlt ein Arm oder so? Ich hoffe nicht. Oh Leute, ist das... Also das haben sie richtig schön hingekriegt. Und jeder Fan von Mordor schlackert hier mit der Zunge, du. Sehr gut. Alles dran, keine Sorge. Dann bin ich beruhigt. Also... Hier können wir nächstes Mal weitermachen. Unschwer zu erkennen, dass es hier jetzt in dieses Gebirge geht. Und noch ganz woanders hin. So. Wollen wir noch winken? Ja. Sagst du an, 3, 2, 1. Mhm. 3. Na, warte. So. 3, 2, 1. Ah, das geht synchroner. Moment. Das kriegen wir hin. 3, ne? Ja, bei 1, genau. 3, 2, 1. Sehr gut, so muss das. So und nicht anders. Perfekt. Ja, Marion, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, muss ich gestehen. Hat meine Laune auch wieder verbessert. Das ist sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß da draußen. Danke schon mal für eure Abos. Jetzt muss ich mal eben schnell zusehen, dass ich nicht noch geradet werde. So. Ja, das kann man einstellen. Das wäre jetzt nicht so praktisch. Und ich weiß auch schon, wo wir hin raiden. Wir raiden nämlich jetzt wahrscheinlich zu lieben Wortregen. Aber erstmal, Marion, vielen lieben Dank. Danke auch. Ist schön, dass das so geklappt hat heute. Mhm. So. Finde ich auch. Gehen wir nochmal kurz in eine Lobby zurück. So, und... Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann die Tage wieder für eine weitere Runde, würde ich sagen. Ja. Und ich melde mich... Wollte ich mal kurz Bescheid sagen. Ja. Genau, ab dem 11. September bin ich weg. Bis zum 21. Ah, alles klar. Okay, 1,5 Wochen. Genau, sind wir
fahren wir halt nach Dänemark. Ja, hattest du ja schon gesagt. Alles klar, kannst du mir gerne aber auch nochmal im Discord oder so schreiben. Dann passt das. Oh, Vorona und da Sintoras. Danke, ihr Lieben, für den tollen Stream. Sehr, sehr gerne, Sintoras. Ich hoffe, wir konnten dich etwas aufheitern. Vielen Dank, Vorona, für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für euren Support. Danke für die verschenkten Abos. Danke für die Biddies. Ihr seid ja so verrückt. Ich danke euch vielmals. Aber gleich komme ich zu euch gerne auch nochmal zurück. Dann, Marion, würde ich vorschlagen, lass uns doch vielleicht schon direkt festmachen, dass wir nächsten Sonntag vielleicht auch wieder noch eine Runde zocken. Ja. Können wir ja gucken, ob es klappt. Wenn es dann nicht klappt, okay, aber wir können es ja überlegen. Auf jeden Fall, dass wir vor eurem Urlaub nochmal gerne eine Runde reinschieben. Genau, ich schreibe mir mal direkt auf Gerion 19 Uhr. Alles klar, machen wir. Und dann fragen wir den Ben auch nochmal wieder, der auch Lust hat, wieder einzusteigen. Genau, bin, 8. September. Ja. Genau. Bin die nächsten Tage definitiv öfter da und auch aktiver im Chat. Super, Sintoras. Und schön. Ja, hat ganz gut geklappt. Ein bisschen habe ich gelacht. Das ist sehr gut. Vorona, Liebe, ich danke euch sehr. Marion, erstmal dir dann einen schönen Abend. Ja. Danke, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns. Mach's gut. Tschüss. So, ihr Lieben. Vielen lieben Dank noch einmal an euch auf jeden Fall. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Wie ihr gesehen habt, vielleicht auch, ich bin schon bei über 300 Followern. Das heißt, ich werde mir auch demnächst wahrscheinlich mal was überlegen für ein 300-Follower-Special. Was genau ich dann mache, weiß ich noch nicht. Aber wenn die Marion dann auch ohnehin im Urlaub ist, können wir dann auch gucken, ob ich dann mal ein bisschen Zeit habe, mal was ganz Besonderes zu machen. Muss ich mal überlegen, wo ich dann mal wieder so Dinge mache wie Elden Ring Randomizer Run oder Elden Ring mal wieder Non-Level. Aber Moment, ich habe sogar überlegt, genau, das ist ein mit einer Followerin von einem bekannten Streamern auch zusammen einen Level 1 Run Elden Ring mal zu probieren im Koop-Modus. Vielleicht könnte das was sein für das 300er Special. Mal sehen. Ich muss mir was überlegen. Oder so Randomizer Runs, andere Challenge Runs, die ich zumindest mal ausprobieren möchte. Ob ich die durchziehe, ist fraglich eher, weil sowas halte ich eigentlich nicht bis zum Ende durch. Bin ich offen und ehrlich. Aber so ausprobieren finde ich ganz spannend. So, wir sehen uns wieder am Dienstagabend. Morgen ist Off-Day. Morgen bin ich nicht da. Am Dienstag ab 18 Uhr bin ich hier mit Selina und Elden Ring, dem DLC. Und ja, wir sind schon recht weit dort. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass wir so ein paar Lücken noch schließen. Und vor allem, dass wir dann noch in das große Gebiet der Ruinen von Rau kommen. Und eben in den Süden dieses Flussgebietes, wo ich heute mit Marion auch schon kurz drin war. Und Mittwoch dann, wie gesagt, ab 18 oder 19.30 Uhr, je nachdem, wann ich nach Hause komme, gibt es dann Mass Effect 3, wie ich schon gesagt habe. Und am Donnerstag bin ich dann mit einem Open Stream da, entweder Clive Barkers Jericho, vielleicht spiele ich das eine Runde weiter, oder wir machen was ganz anderes. Mal sehen, worauf ich Bock habe am Donnerstag im Open Stream. Bis Dienstag sage ich euch vielen lieben Dank noch einmal. Thank you very much, even for my English-speaking friends out there. We will raid somebody. Wir werden jetzt noch mal jemanden raiden. Und ich denke, dass gerade... Ah, Angel ist auch online und spielt auch Elden Ring. Sind denn Sanya und Co. noch da? Ja, Sanya ist noch da. Ah, dann ist Wortregen auch noch da. Dann gehen wir zu Wortregen, weil Wortregen ist eine ganz kleine Streamerin noch. Und ich denke, dann unterstützen wir das auf jeden Fall und hat auch im Moment die wenigsten Zuschauer. So gerecht bin ich. Dann habt dort noch viel Spaß bei der lieben Wortregen. Auch eine ganz liebe. Und ich hoffe, wir sehen uns dann die Tage, spätestens am Dienstag, wieder. Ich sag schon mal gute Nacht. Dankeschön, ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Habt eine gute Zeit, einen guten Wochenstart morgen. Have a good start into the new week tomorrow. Have a good night, a good time, wherever, whenever you are.
wo auch immer und wann auch immer ihr seid. Ich danke euch so vielmals. Es ist immer wieder für mich so eine große Freude hier. Es ist wunderbar. Dankeschön. Macht's gut. Euer Pandi. Wir sehen uns. Bis dann. Auf Wiedersehen. Thank you.